Ahoi Kapitän, willkommen zu einem Captain on Tour am Wochenende. Moin, schönstes Wetter draußen, Endspiel in der Fußball-Bundesliga. Und was macht man da? Logisch, World of Warships spielen. Klar. Ja, und nicht alleine. Nein, heute geht's in Divi los. Und zwar mit der kompletten Besetzung wieder, also mit Agalex und Duma. Damit ist dein Brain komplett. So, jetzt wollen wir gucken. Ich muss einmal ganz schnell sehen, wie das da aussieht. Da, okay. Also, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, schalte ich mich mal zu Dummer schon dazu und Agalex kommt gleich mit dazu. So, hi Dummer. Da bin ich wieder. Hallo. So, ja, dann heißt es jetzt warten auf den Herrscher der Reusen. Denn ist ja keine Zitterparty, dann lass ihn mal die Division einrichten. Okay. Ja, mal schauen, was wir heute hier am Wochenende so erleben. Ne? Wochenende ist Wochenende. Ja, ja. Also es ist immer wieder, ich finde das ja irgendwie schon erstaunlich, dass das so ist, dass man es wirklich spürt. Also, dass es wirklich einen echten Unterschied gibt, ob du in der Woche am, was ich, Donnerstag spielst oder am Samstag. Dass das so durchschlägt. Mhm. Aber, Na klar, die Hartgesottenen spielen eben jeden Tag und die Freizeitkapitäne. Ja, ja, aber auch selbst wenn ich Freizeitkapitän bin, müsste ich doch irgendwie mal so im Laufe der Zeit merken, dass ich vielleicht irgendwo was falsch mache. Vielleicht auch nicht. Ja, das stimmt wohl. Könnte man wieder zum Schluss kommen, es merken nicht immer alle Einschläge. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn man World of Warships spielt, hatte das auch wieder vor kurzem. Da schrieb dann einer im Ingame-Chat irgendwie von wegen, unglaublich, wie genau die Waffen sind. Und dann guckte ich auf der Minimap und dann sahst du das Schlachtschiff, das immer noch fuhr, und den Kreuzer, der breitseitig zu dem Schlachtschiff irgendwo in, weiß ich nicht, 6 Kilometer vorbeigefahren ist. Und dann sagst du, ja, kann man so sagen, das ist sehr genau. Alter Schwede, echt. Wo du wirklich sagst, was stellst du dir denn vor, was jetzt passieren soll, wenn du breitseitig zu einem Schlachtschiff fährst und das in der Entfernung. Das macht einmal Bumm und dann bist du weg. Ja. Weil Streuung kann sich nun mal gar nicht erst entwickeln. Nee, genau. Aber es gibt auch das Gegenteil, finde ich, dass die auf so weite Entfernung schießen und sagen, das Schiff, das geht nicht. Ja, hast du auch ganz, ganz viele. Mhm. So dieses, ja, ich habe doch einen Reichweitenflieger und ich kann auch 20 Kilometer. Aber das Schiff ist scheiße, man macht damit überhaupt keinen Schaden. Ach was, echt? Genau. Ja, das ist dann natürlich irgendwo, wenn du High-Tier spielst, schon ein bisschen anders. Da schießen die Schiffe dann 26 Kilometer ohne einen Flieger. Und man macht trotzdem auch nicht wirklich viel Schaden, ne? Nee, nicht so richtig. Also, ja. Ich habe jetzt neulich den Kurfürsten gespielt und da habe ich dieses Modul drin und da verlierst du ja an Reichweite. Mhm. Aber andererseits denke ich, muss eh ein bisschen ranfahren, damit ich Secondary arbeiten kann und so, finde ich gar nicht so schlimm da. 18 Kilometer, gut, da musst du schon natürlich schon ranfahren, aber ich fand es gar nicht schlecht. Ja, das Problem, glaube ich, ist einfach, dass du ich sag mal, du spielst den jetzt mit einer Grundeinstellung, die vor anderthalb Jahren hervorragend geklappt hätte. Mhm. Weil wenn du 18 Kilometer ranfährst, sind deine Kreuzer neben dir und die anderen Schlachtschiffe auch. Ja. Das Problem, was du jetzt hast, ist, du fährst halt ran, weil du ranfahren musst und die anderen bleiben hinten. Ja, stimmt. So, und dann hilft dir deine Sec nicht weiter, weil du kommst gar nicht in Secondary-Reichweite, weil du derjenige bist, den alle treffen können, mit dem großen Kurfürst. Und ohne, dass sie sich absprechen müssen, fokussen sie dich. Guten und, Tag. Ah, da ist er. Hallo. Moin. Na, hi. Meine Lieben. Na. Meine lieben Liebenden, wie sieht's dir wieder gut? Ja. Also es ging mir gut genug, um jetzt im Garten zu werkeln, also ich denke schon, ja. Guck, okay. Unser kleines Scheißerchen ist wieder da. Ja, Scheißerchen, was? Mit was fangen wir denn an, Freunde? Mit einer Divi, würde ich sagen. Ja,
Du bist der Chef? Nee, 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 nee. Heute ist ja keine Zitterparty. Also hau rein, mein Lieber. Heute sollst du entscheiden. Ich muss jetzt arbeiten. Ja, genau. Heute bin ich derjenige, der immer nur dazu klickt und sagt, ja, gut, okay. Okay, naja, gut. Dann lade weißt ich du, aber. Arbeitsteilung. Ich trotzdem mal ein. Na, das hat doch was. Nee, ich würde sagen, wir machen es so, wie wir es mit dem Gulli auch gemacht haben. Ich finde es cool. Jeder sucht ja eine Tierstufe aus. Okay. Also du sagst quasi ein Tier an und dann kann sich jeder sein Schiff dazu suchen. Das waren okay. ganz, teilweise ganz lustige Divisionen. Also ich sag ein Tier an. Schaf. Reh! Kuh! Reh! Alles klar. Na, ich würde sagen, Stadt, klassischer Fünfer, oder? Ja. Klassischer Fünfer. Ich weiß zwar nicht, wie der klassische Fünfer geht, aber... Ja, der klassische Fünfer wird Giulio. Wahrscheinlich eine dreifache Giulio oder so. Ja, genau. Oh, das ist aber böse dann, ne? Ah, ich habe wieder keine Signale gekauft, ich trottel. Ach, Ärger. Ja, ach, Ärger. Ja. Wie schön. Ihr seid so böse. So, jetzt aber... Ach, Aga, sagt sie. Dreimal so Giulio. Geht's. So Alter geht's Schwede. Wieder. Gehst du jetzt ins Gefecht hier? Das erschüttert den EU-Server jetzt aber. Eine Giulio-Divi. Oder uns im Siemer. Oh, hätte ich keine Bange. Ich ernsthaft. Mit der Giulio gehe ich auch ins Siebener. Yep. Vor allen Dingen, wenn man sich eben zu dritt abstimmen kann. Und wenn man nicht so einfach nur hintereinander herfährt. Ach, machen wir das nicht? Weiß ich nicht. Ich dachte, wir machen den Divi-Train. Ein Divi-Train, ja, auch nicht ja, schlecht. Ja, schon sind wir im Sechser. Oh, wow. Sechser, das geht doch. Aber was ist dann hier los? Vier kein DDs, CV. Kein CV. Ja, das ist ja schon fast wie in alten Zeiten. Zwei Shinonome. Das ja, ist nicht so. Schön. Nee, ist nicht schön. Aber kein CV ist besser als zwei Shinonome. Das stimmt. Habe ich einen Befehl? Nein, ich habe keinen Befehl. Angie, hast du gelesen, was dir Trevi geschrieben hat? Weil er gerade ja. Sorry, dass ich das jetzt deinen Chat mit voll quatschen muss, aber ja. hast du dieses Gathering to the Storm von Trevi? Trevi, moin! Hab ich nicht, aber kann man sich hab's auch nicht. Also wollen wir jetzt ernsthaft ein Multiplayer Civ 6 spielen? Mit dem neuen Addon? Ja, mein, also mir ist das egal, ich spiele alles. Okay, dann schnacken wir nach World of Warships nochmal, weil da muss ich mal gucken, wo ich das DLC jetzt krieg. So. Also Trevi, du merkst, deine Anfrage stößt auf offene Ohren. So. Wir können Civilization 6 spielen. Hü! Go! What? Go, 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 Willi, go! Ja, doch, mir geht's besser als gestern. Ja, eindeutig. Ah. Oh. So, Gott, als zwischendrin gestern war ich so weit, dass ich aufhören wollte. Das war so übel. Du, solange du noch nicht nach einem Zinkeimer schreist, ist alles gut. Ja, aber weißt du, kennst du dieses Gefühl, wenn du den Otto hast, ne? Und du denkst ständig, du stinkst? Also wenn du nur noch diesen Duft in der Nase hast, diesen Otto-Duft, diesen speziellen Otto-Duft. Das sind ja wieder so nette Themen. Ich weiß auch nicht. Also damit ist das Grillen auf jeden Fall für heute schon mal gestrichen. Das auch. Das ist ach, irgendwie... Mann. Ihr seid doch dumm. Hat sich gerade erledigt. Das ist genau, was ich meine. Ja, das ist ja das Problem, dass wir genau wissen, was du meinst. Mit euch zusammen fahre ich nicht mehr. Einer allein geht, aber beide, das ist mir zu viel. Ich bin entdeckt. Deswegen fährst du. Ah, Shinonome. Ich suche mir einen anderen Clan. So, jo. Was habt ihr jetzt davon? Ihr seid böse zu mir. Nidhügger, moin. Oh. Das hat schon mal richtig wehgetan. Ja, ich habe ihn auch noch mal 2000. Da, 3000 ja, hat er noch. 3000 hat er noch. Dann ist da gleich nichts mehr. Ja, ist halt blöd, wenn da so eine Dreier-DBs kommt, die auch noch alle schießen können. Ja, und vor allem die auch auf dem DD schießen. Ja, da ist er. Ja, aber ich komme da nicht mehr ran. Für mich ist er hinter der. Ich hab hinter dem Berg. Die Fronttürme habe ich raus. Ich habe mal getroffen, 1,49. Ja. War 11,82 hat er noch. Und da ist ja, er. Ja, und raus ist er. Sehr schön. Eine Shinobi. Die hat so Haru, die und ihre Gans benutzt. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Und die König rennet, rettet, flüchtet. Oh, guck mal, ein A. Ja, also ich finde, wir sollten auch gleich glaub, Richtung B pushen. Genau. Lass uns einfach komplett drehen.
Ja, volle Wende Richtung B. Jo. Und das ist jetzt auch der Dreier-Divi-Vorteil, weißt du? Weil jetzt drehen absolut auch wirklich drei Schlachtschiffe. Weil sonst, da drehst du alleine, keine Sau fährt mit. Ja. Aber wenn wir jetzt zu dritt drehen, dann hat das echt Auswirkungen. Geil, die Dallas nutzt hydroakustische Suche. Guck mal, wo der steht. H4. Was will extrem, der da wohl sehen? Extrem geil. Vielleicht wollte er sich heilen und hat die Tasten verwechselt. Man weiß es ja nicht. Ja. Oder stellen wir ihm mal, dass er sich heilen wollte. Die Dallas hat keinen Heal. Doch, doch. Wir unterstellen ihm mal, dass er heilen wollte. Okay. So. Also. 6-4 auf die König. Da kommt die Gwendi. Oh, da kommt die Gwendi, genau, ja. Aber erstmal gibt es einen für die Oktober. Ja. Ja, ne, Tüger schreibt gerade, vielleicht hat er einen Auftrag für Verbrauchsmaterial. Das kann natürlich sein. Ja. Ja, da entstehen dann solche merkwürdigen Sachen. So, Marblehead in B, ne? Schon gesehen? Will jemand noch ein Stückchen Marblehead oder darf ich? Ich habe mir erstmal ein Stückchen Knevny abgebissen. Okay. Ich habe einen ganz guten Winkel auf den. Dann nehme ich mir mal ein Stückchen von der Marblehead. Ich darf. Ich habe auch keinen Bock, dass der sich unser C jetzt dann einfach holt. Nee, nee, alles gut. Zita, 21.000, weil Zita mal 2. War nicht schlecht. Und der mit der Marblehead, ja, da wo er jetzt positioniert ist, ich glaube nicht, dass er da wegkommt. Da ist nämlich eine Insel. So, Knivni ist. Oh, jetzt geht er auf. Na gut, ich habe jetzt weggedreht. 79. Habe ich ihm nochmal gegeben. Sehr schön. So. Und die Marblehead ist tot. Ja, brauchst nicht mehr schießen. Okay. Schon unterwegs. Oh. Gut, hat gut. Sich die Hatsu geholt. Und nochmal die Hatsu. Hatsu Doppelschlag. Ja, Hatsu ist. Hatsu schon spielt gut Wert. Ja, Hatsu geht hier. Wie soll ich sagen? Also wächst über sich hinaus. Hallo? Was ist das denn? Oktoberrevolution zündet mich hier an. Sure. Ich schieß schon die ganze Zeit, HE. Ja. Kamerad. Ah, die Knevni haben es inzwischen bis dann aufgetrieben. 14-8 auf die Oktober. Ah, ich komme irgendwie zu keinem Schaden gerade. Hab ich 970 wieder. Sag mal, was mache ich denn? Zu weit vorgehalten. Ich fahr jetzt gegen die Queen, ich will jetzt Schaden haben. So. Oktoberrevolution. 4-8. Die Queen wäre schöner gewesen, ja. Breitseitig. Aber da gucken wir erstmal, ob der einen Torp frisst oder nicht. Jo, wer da? Oh, da ist er schon. Ey, wieder 970, das kann ja nicht wahr sein. Das ist eine schöne Zahl. Ich warte jetzt, bis er eindreht und dann kriegt er von mir, sagen wir mal, 12.000. Das Spiel ist gleich zu Ende und ich habe 14.000 Schaden. Ich krieg gleich einen Anfall hier. 9.300. Wie, das Spiel ist gleich zu Ende. Wir haben 6 Minuten gespielt. Naja, schau dir mal den Stand an. Dann weißt du, wann das Spiel zu Ende ist. Ja, guck mal, oh, der ist auch raus. Unser Team hat die Führung genommen. Ja, aber das ist jetzt wirklich, wenn man eben komplett aus C dann wegdrückt. Guck mal, die König ist die ganze Zeit da oben irgendwo jenseits von Gut und Böse, ne? Der hat gar nichts mehr zu wollen. Na, Hatsuharu, du spielst mit deinem Lob, Alter. Wieso? Was macht er? Oh! Voll idiotisch, ey. Queen Elizabeth. Puh, ein Abpraller. Tja, wenn ich noch ein bisschen Schaden machen will, dann muss ich wohl noch ein bisschen geradeaus gegen New Max und König fahren. Hm?
Der Queen nochmal hinterher geschossen. Oh, schade eigentlich. Ja, ich fahre mal gegen die Kirov. Mann, bist du mutig. Oh, der wird hier weggetoppt von uns. Na, gerade eben. Wer hat denn da getoppt? Die Furutaka, unsere. Mich fast weggetoppt eben. Kann ich alles hängen bleiben? Nee. Sehr gut. Ja, der mit seiner König hat auch das Spiel total verstanden. Ja. Ja, du hast aber unter Umständen einfach das Problem, dass du Spieler hast, die wirklich also auf dem Tier 50 Gefechte haben. Das ist ja immer wieder dasselbe. Die Leute kommen zu schnell voran. Der ist doch völlig überfordert mit diesem Gefecht. Die andere König doch auch. Guck dir den hier an, wo der rumdödelt. Da. Also. Tja, Kirov, diesmal habe ich dich gelesen. Oh, der kommt mir wieder weg. Der kommt mir wieder weg. Der fährt gut. Inzwischen hat er mir 3 Brände verpasst. Oh. Auch noch ein Sonnenbrand? Ja. Den werde ich wohl eh kriegen, schätze ich. Ja. Hello, Jake. Na, Jake? Mal sehen, was die Streuung so sagt. 7-3 sagt die Streuung. Was da? Das ging jetzt aber schnell. Das war ja mal eine erste Runde, die kann ich ja voll in die Tonne treten, ey. Ganze 25.000 Schaden. Ich fahre die ganze Zeit nur im Schaden hinterher. Oh my fucking god. Ich befürchte, meine kommen auch nicht mehr an. Dann ist die König weg. Oh ne, die Torps sind zu kurz. Da kann ich noch 970 abgreifen. Hey. Aber 3 Caps zählen halt nicht rückwärts. Und nee. Na, bups, da war's das. Eggler okay. Hat die jetzt doch getroffen. Naja. Das ging fix. Erste Runde. Ja, ja, dreifach Giulio im 5er, 6er. Ich habe eine ehrbare Auszeichnung erhalten. Feuerfest. Ja, cool. Danke, Kirov. Also damit seine Hatsu hat wirklich einen Lob verdient. Ich habe die Velki-Aufgabe fertig. Veliki. Veliki, ja, dann ist halt Veliki. Piotr ja, halt. Piotr, genau. Wollen wir ihm nicht ein I unterschlagen. So, kriege ich den jetzt geschenkt oder muss ich den jetzt kaufen? Nee, den kriegst du geschenkt. Dann will ich jetzt eine Runde Piotr fahren. Der müsste in deinem Hafen schon stehen. Den Doppel-Piotr, oh, 9 Minuten 52 Sekunden war das. Wir können sogar einen dreifachen Piotr fahren. Oh, dreifach Piotr. Ich war der Letzte, der ihn gekriegt hat, ja. Aber ich glaube, ich werde den mal mit einem Kreuzerchen begleiten. Wo ist denn das Tier? Da ist es. So, da setzen wir doch gleich erstmal einen vernünftigen Kapitän drauf. Was setze ich denn mal drauf? Welchen Kreuzer wollt ihr denn? Fünfer? Ja, das ist klar. Am besten in der Furutaka. Ja, ich überlege bloß also, wegen... Da weiß ich halt, dass du die richtig kannst. Ich meine, du kannst sie alle, aber... Nee, ich kann sie nicht alle. CV kann ich nicht. Definitiv nicht. Also ich kann von den Kreuzern keine Königsberg. Das werde ich wohl nie lernen. Na, es ist die Frage eben jetzt, wenn man auf DD jagt, ist, bist du unter Umständen mit der Königsberg besser dabei als mit der Furutaka? Wenn du dazu kommst, DDs zu jagen, ich habe immer den, ja, das Glück nicht. Aber ich glaube, bei diesem Piotr ist schon fast die Magazinmodifikation interessant, ne? So wie der Zitas frisst. Nö. Hauptbewaffnung. Wenn sie dir die Hauptbewaffnung wegschießen, hilft es nichts, dass du Zitas nicht so viel bekommst. Außerdem ist es ja nur zum Teil richtig, dass man dann... Ich finde es nicht so toll. Aber ihr habt dann aber schon die? Ich dachte, da gibt es einen Reichweiten-Slot bei dem. Gibt es den gar nicht?
Reichweiten-Slot auf Tier 5. Oh. Ja, aber hätte natürlich in Sachen Wargaming sein können, dass die jetzt die russischen Schlachtschiffe da ein wenig pimpen. Ja gut, dann Zielsystem. Hast du denn die Module entwickelt? Dann hat er noch mehr Reichweite. Ah, gut. Na ja, guck mal. Was alles gibt, ne? Das ist ja richtig heftig. Da muss jetzt auch noch eine Tarnung drauf. Muss nicht, muss nicht. Die Guten fahren sie ohne Tarnung. Genau. Also einfach sagen, brauche ich nicht. 4% Streuung, 3% Sichtbarkeit, will ich nicht, brauche ich nicht. Genau, und mehr EP und so würde ich auch nicht haben. Nee, langweilig. Cheater. Cheater. Genau, ich bin Cheater. So, was sind wir? 6, 7... Und der Kapitän muss jetzt endlich 19 werden. Nee, mein Adrenalinskill ist der letzte, der noch fehlt. Kann ich den nicht vielleicht mit Free-Punkten schon pushen? Kann ich. Kann ich. Mhm. So, jetzt habe ich 2 Punkte. Ach, der hat schon Adrenalin. Okay, nur dann kriegt er noch Reparatur. Höchste Alarmbereitschaft. Das ist auch immer gut auf dem Schlachter. Ja, sehr schön. Der nächste 19er. Ein Russe. Da habe ich noch so ein bisschen die Überlegung, in der Waffenkammer gibt es ja auch diese besonderen Kapitäne. Ja. Das ist echt eine Überlegung wert, die mit 12 Punkten oder 10 Punkten zu kaufen. 10 Punkte und dann haben die ja wirklich dann auch mehr Turmdrehungsrate und. Also das ist nicht so ganz verkehrt, ne? Tja. Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert, neues Schiff, aber jetzt geht's los. Lucky, moin. Heißt bei mir Ausrufezeichen Insel, nicht Fahrstuhl. Tja. Oh, eine Rioja. 5er, 6er, nur jo. Furutaka, Budioni, Graf Spee, Nürnberg, Kirov. Nehmen wir erstmal. Nur eine Fubuki, also so viel zum Thema DD-Jagen, ne? Hm. Das ist eher BB-Fackeln und Zitas auf Kreuzer verteilen. Hm, ich bin oder, sehr gespannt. Oder selber eine kriegen. Tab drücken, um Befehl anzusehen. Was habe ich denn? Verdienen Sie 30 beliebige Bänder? Naja. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder nach 2 Minuten raus. 30 beliebige Bänder. Ja, eigentlich die einfachste Aufgabe, die du kriegen kannst, aber wahrscheinlich bin ich nach 2 Minuten raus und hab wieder 25 oder so. Oh, wo wollt ihr denn hin? So ein bisschen in Süden? Ja, so 7, 8. 7, 8, vorsichtig, langsam. Ich kenne das Schiff nicht. Lass mal gucken. Ich weiß, was er nehmen kann in der Seite, also von daher ja. Ist das kein so einfaches. Also der Bug kann wirklich viel ab. In dem Moment, wo du drehen musst und die dir auch aufs Heck schießen können, ist das Ding total weich. Aber ich habe so ein Teil schon gewonshottet mit einer Bayern, also was heißt das mit einer Bayern? Was haben wir denn jetzt Range? Aber auch immer noch nicht so berauschend mit 15,9. Ja, geht, ne? Ist halt hier 5. Guck mal, 15,9 hast du? Ich hab 13,9. Ja. Ich hab 16. Wieso hab ich denn mehr? Warte mal. 15,91. Du könntest auch auf H drücken. So, ja, ich könnte auch auf H drücken. Ach, 16 Kilometer, das schau an. Der Druck auf H. Schon haben wir ja, dann Überblick. Lass uns mal Druck auf H machen, würde ich sagen. Ja, ich mache hier auch gleich Druck auf H. Da kommt die Furutaka. Terror Cat? Die Uhrzeit schon? Tja, irgendwas will sie wohl. Oh, da kommt ja schon was geflogen. So. Ob von der Furutaka noch was übrig bleibt. Da gab's dann wohl eine Zita von der König. Nicht getroffen. Shit. Ich auch nicht. 1050. Wollen die ja alle von mir, hallo?
Oh, die Furo hat geinselt. Hm? Ja. Nö, steht da. Ja, das war sein Glück. Der ist richtig gut aus beiden Salven rausgedreht. Aber jetzt, wenn er da weg will, stirbt er. Da kommt Dreh, hopp. Ich werde mich Dreh auch ein bisschen... Der Insel. Da kommt schon wieder irgendwie... Nö, AP. Nee, der kommt da echt vorbei. König. Einmal, aber doch nicht zweimal. Meine gehen garantiert irgendwo ins Nirvana. Da ist die Fubuki, also auf unserer Seite ist sie. Wieder 1050. Fubuki. Na gut, also so wirklich viel Positives kann ich jetzt noch nicht von dem Schiff berichten. Nö, da muss man sich auch ein bisschen mit einschießen. Die Streuung ist ja extrem. Naja, wenn man immerhin hinten vom Kartenrand schießt. Ja, klar. Oh, oh, oh. Oh, mal schauen, was die Bayern spricht. Okay. Das ist auch wieder zu weit vorgehalten. Nee, der dreht raus. Okay. Da habe ich zwei Durchschläge, ist ja auch was Schönes. Ja, kann man sammeln. Zwei Durchschläge und das Original, oder? Ja. So, Furutaka kommt da wieder. Hm. Ganz gerade gefahren. Ich dachte, er dreht ein bisschen ein. Nix. 4-5 auf die Bayern. Das ist bei dem Winkel auch nicht so viel. Ah, okay, der dreht wieder weg. Ah, da ist hier der Freund mit seiner Fubuki. Furutaka brennt. Vorsicht, die Fubuki. Ja. Hab sie im Blick. ...2000 auf die Fubuki. Hey Tim, nice to see you. Ja, als auf die DS kann sie schießen. Viel ist nicht mehr dran. Los, hol dich den Rest. Oh, oh, ich bin... Ich bin da, wo ich nicht sein wollte. So. Also, wo ich überhaupt nicht sein wollte. Wir können eh wieder drehen. Mal die andere Seite mit stark machen. Oder wollen wir direkt ins Cap pushen, so wie das ausschaut. Wir könnten sie natürlich jetzt überraschen und direkt in ihr Cap pushen. Ich will hier eigentlich nur überleben. Ich will hier eigentlich nur wieder weg. Ich bin hier irgendwie reingeraten, sozusagen. Ja, als Furutaka würde ich auch nicht unbedingt in das Cap pushen wollen. Nein. Nicht zwangsweise. Und jetzt bin ich entdeckt, weil... Oh, Kirov. Ich fahre auf jeden Fall erstmal eine taktische Wende, weil weiter auf die zufahren, die da Richtung Kartenrand fahren, macht nicht viel Sinn. Schon zielen hier vier auf mich, Hilfe! Ja, würde gerne, aber ich komme nicht an die Kirov ran. Hilfe, 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 Hilfe! I'm in smoke! Please help me! So, jetzt Alter Schwede. Tja. Alles, was sonst noch so mit dir in der Mitte gelandet ist, ist tot. Man sieht den Unterschied zwischen Spielern und Spielern. Ja. Du hast sie verleitet und sie sind gestorben. Du bist schuld. Och, ey. 45 bleibt da stehen. Da muss ich jetzt nochmal wegdrehen und mitdrehen. Und, aber ich habe ihn. Aber hat mir auch ein bisschen wehgetan. Der Sack. Jetzt haben wir es im Griff. Wir machen jetzt drüben unsere Flanke stark. Der mit der Nürnberg hat auch auf mich geschossen. Hat er gemacht, der Sack. Ein böser Puppe. Ja. Wie kann er nur auf den Captain schießen, Mann? Hat er jetzt aber auch gemerkt, dass das ein Fehler war. Genau. So.
Ich schieße ja eine 1050 nach der anderen, also an das Schiff muss ich mich echt noch gewöhnen. Oh, 2-1, es wird besser. Ich gewöhne mich dran. So ein Scheiß. Oh, ich befürchte. Nee, wenn ich schnell genug drehe, kriegt mich der CV nicht. Nein, kriegt mich nicht. So. Huh, überstanden. Oh, endlich mal eine Salve. 6-3, wenigstens noch was. Ich hab ihn raus. Sehr schön. Budioni, komm her. Freundchen, ich fahr mal direkt auf die König zu und kämpf gegen die Budioni dabei. Okay. Ich komm mal wieder zu euch. Mal so ein bisschen schauen, was ihr da so macht. Ich hab keinen Adrenalinrausch. Ich könnte ihn jetzt gut gebrauchen. Ich kann ihn mehr als gut gebrauchen. Na? Oh, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Und die Ryoko fliegt mich hier wieder an. Der Sack. Oder? Ne, er fliegt jetzt zu euch. Er will einfach nur ein bisschen spotten. Na dann. Oh, Murmansk hat's zerrissen. Lass uns mal die Kongo zerreißen, der mit seiner Budioni ist unwichtig. Die Graf Spee, der war von der Seite so ein bisschen. Wow, 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 wow. Oha. 28.000 mit Doppelzieter auf die Kongo. Okay, austeilen kann er auch, wenn du triffst. Ja. So 110 Kilometer, wenn du jemanden triffst. Oh, wo kam das denn her? Das war auch nicht weit weg. Graf Spee, denk dran. Aus dem eigenen Cap. Komm, eine Salve noch. 3, 2, 1 und raus. Kongo oder wen hast du dir vorgenommen? Kongo ist raus. Okay. Kongo ist raus. So, jetzt habe ich natürlich die König auf 5,8 Kilometer und den Freund mit seiner Kraftspee. Ich bin jetzt habe ich meine erste Zita gekriegt. Und ich habe der König da mal eben schnell 1200 und ein paar Zerdrückte eingeschenkt. Ja, die König ist jetzt mein Problem. Ich wollte gegen die König fahren, aber ich hatte keinen Bock auch noch auf die Spee hier. König brennt. 3-1 auf die Spee. Persönlicher Befehl ausgeführt, ja, sehr nett. Biocho ist offen. Noch 400 Meter zu weit weg. So, Budioni. Oh, Spee, jetzt hast du mich aber überrascht. 940, hallo? Jetzt hat er mich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das war's, mein Freund. Ein Abpraller. Wie witzig. Ey, der ist da rausgekommen auf 8 Kilometer. Oh, und ich fahr voll in seine Torps. 2 krieg ich. Oh. Oh. CV kommt. Ja. Problem wird eher die König sein, weil der, wenn mich anhustet, bin ich schon tot. Oder schießt auf jemand anders. Auf mich. Gut, gut. Wenn das mal kein Fehler war. Ich war eigentlich schon tot. Naja, gut, 3,5 konnte ich ihm nochmal abnehmen. Ich bin auch gleich so weit, dass ich ihn nochmal so ein bisschen von der Seite bespaßen kann. Also Fazit, erstes Spiel, wow. Gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ja. Ich habe jetzt 60.000 fast, aber trotzdem. 554 habe ich, 45 habe ich nur abnehmen können. Ja. Timmy, my friend. Icarus ist an der Ryuho. Ich glaube, das Spiel ist relativ schnell zu Ende. Du mal, du hast doch die Ryuho auch schon im Blick, oder? Von da vorne. Ich bin ja hier hinten am Kartenrand. Ich kann das nicht beurteilen. Ach. Ich mache ja noch ein bisschen Schaden. Genau, sag mal noch wegen Schaden ein. Ich muss gerade eben mal was anderes machen.
Dreh deine Waffen, komm, komm. Ich muss direkt mal gucken, ob es bei MMOGA das Ding gibt. Kein Kaffee mehr. Add-on. Oh, Kaffee ist auch ein gutes Stichwort. Auch nur noch ein Schlückchen drin. Oh, da ist sie weg. Ewig kein Civ 6 mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mal, wie das geht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Echt nicht? Das ist ein tolles Spiel. Ich habe die ganzen anderen gespielt. 90 Pünktchen gab's. Immerhin. Dritter. Wahnsinn. Fünfter. Ja. Na gut, drei Flugzeuge abgeschossen. Können wir es nochmal spielen? Ja. Ich würde gern wirklich mal ein halbwegs erstes Statement zu dem Schiff abgeben, aber ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Dann schaffe ich es ja vielleicht auch mal, ohne Zita kassiert zu haben, rauszukommen. Ja, das ist immer ganz, ganz böse, wenn du dann vorne bist und dann in der Drehung und fünf zielen auf dich und alle schießen gleichzeitig. Irgendeiner trifft halt. Jo. Kann man schwer was gegen tun. Also dann, ja. Ja, ich muss eben schnell noch Signale setzen. Ja, wobei ich jetzt gerade überlege. Du kannst ja auch mal, ich spiele da mal Kreuzer. Na, ich, ach was, ich bleib bei der Furutaka. Oh, zwei Kreuzer. Was soll dir denn da passieren? Wenn du nicht wieder nach vorne sprintest, kannst du eigentlich nicht an Torps sterben. Das geht eigentlich nicht. La. Was hat er gesagt? Ich habe so ein Rauschen auf dem Headset. Ja. Hallo? Kann einer daheim? Dort Inji! Ja, warte mal. Irgendwie geht mein Captain da nicht drauf. Was ist denn da los? Funktioniert nicht. Keine Russen auf Amis setzen. Dann spiele ich mit der. Ach, ist ein Überläufer. Emil. Ein Emil Baton. Na dann. Wäre ich jetzt für mich überhaupt nicht drauf gekommen. Die habe ich gar nicht wirklich auf der Reihe so. Ich auch nicht, da fahre ich lieber Krasnikrim. Krasnikrim macht Spaß. Ja, 5er, 6er. Französische Kreuzer haben für mich eigentlich erst beim Sima angefangen, also Algerie. Und wie war das 6er? La Galissonnière fand ich nicht so toll. Algerie geht, dann der 8er ist super. Den 9er fand ich auch ganz gut und der Henry, der ist mir zu schwerfällig, zu groß. Im 10er, du leuchtest halt wie ein Weihnachtsbaum, das sieht dich jeder. Oh, jetzt habe ich meinen persönlichen Befehl. Ich soll 5 Module zerstören. Nein. Okay, wollen wir D oder wollen wir A oder wo wollt ihr hin? Also ich müsste eigentlich mit nach D als zweites Schlachtschiff. Tja, aber wenn wir jetzt hier wegfahren, dann sind wir mit 5 Kreuzern an D. So lieber mit 3 Schlachtschiffen an A. Ja. Ist auch der kürzere Weg für dich. Also da, ne? All you need is love, my friend. Ich bin schon unterwegs, Vollgas voraus. Da würde ich jetzt einfach mal ignorant nach vorne drücken. Das ist eine coole Tarnung. Wo kommt denn die her, die mit den Getreideähren? In welchem Event wurden die? LS19? LS19, ne? Gibt's nicht mehr. LS19 und Spielverbot. Ich wurde aus der Community geworfen. Oh, sowas aber auch. Nee, Alter, nach 6... Hast dich verackert. Nach 690 Stunden ist bei dem Spiel so die Luft raus. Ja. Also das ist halt kein World of Warships, dass du 2000 Stunden spielen kannst. Es wiederholt sich einfach, ne? Also, und es wiederholt sich ja wirklich. Ja, viele ziehen halt die Dauermotivation draus, neue Mods zu laden, dann mit anderen Maschinen zu arbeiten, andere Karten zu spielen, aber im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche. Und es hat richtig Spaß gemacht, das Spiel ein halbes Jahr lang zu zocken, aber jetzt ist er wieder gut. La Galissonnière ist schon offen, okay, ich auch jetzt. Also mit anderen Worten, da ist irgendwo ein DD. Jo.
da ist irgendwo so ein kleiner Scheißer. Aber jetzt bin ich nicht mehr offen. Was bedeutet, der muss hier sein. Mm. Warspite. Bin das Häppchen hier, oder was? Ja, das Häppchen ist eher die Emil. Naja, ich habe jetzt geschossen und Warspite brennt. Sie haben dich gleich. Ich komme immer noch nicht hin. Ich würde gerne schießen. Ja, Warspite hat jetzt abgedreht. Ist bei 12,5? Ja. Da ist die Kamikaze. Da ist die Kamikaze. Na hallo, my friend. 9,1. What? Ich habe vorbeigeschossen, der hat da wirklich rausgedreht. 1050 habe ich gekriegt. Oh, da ist noch eine Gallant auch. Also volles Programm hier. Für euch Kreuzer, die. Tja. Schau mal, dass ich euch die Budioni vom Hals halt. Oh, oh, Angie, Angie. Pass auf, die Budioni. Ah. Nix, muss abdrehen. Bin da auch schon dran an der Budioni. Die Budioni frisst gleich richtig. Ja. Jo, doppelt zieht aber nicht der Schlag. Raus ist er. Kann ich ja wieder zurück, nice. Zurückladen auf HE. Hatte also auf AP. Zweites Spiel, zweite Doppelzieher. Jetzt muss ich schon fast sagen, die Guns sind geil. Also ja, die Guns können was. Geil, aber du darfst nicht weiter weg sein als 12, 13 Kilometer. Nein. Dann wird's eklig. Hm. So, ich muss hier mal ein bisschen hinter der Insel parken. Ich habe den DDM lieber gekriegt. Sehr schön. Gut. Kamikaze rausgetorbt ist immer gut. Tja, das waren jetzt auf 14 Kilometer auf eine Kongo gerade mal 1,7. Also vorhin auf 8 Kilometer habe ich einen 28.000 eingeschickt. So, also in A ist kein DD mehr. Nö. Die Gallant ist... oh ne, doch, der muss ja noch da sein. Der muss noch da sein. Ja, ich sehe es gerade. Dann torp ich da auch noch mal rein. Die Emerald kommt durch die Mitte. Die Flugbahn. Das ist nicht, das war, also das... Na, Emmy, wo willst du denn hin? So eilig. Hm, 470 habe ich ihm eingeschenkt. Wie witzig. 5, 4, 3. Okay, das ist jetzt ein Scheißwinkel. Jetzt Nebel da. Versuchen wir es. Und das schaut gut aus. Ich habe es auch nochmal versucht. Oh. Der nächste vernichtende Schlag. Yes, baby. Drei Schuss, zwei vernichtende Schläge. So muss es laufen. Es lebe, Piotr. Ja, lecko mio, ey. Okay, also gut. Ich lege mich jetzt mal fest. Auf 110 Kilometer sind die Kanonen mörderisch. Ja. Da ist die Gallant. Ich habe jetzt gerade die Gallant gespottet. Das ist nicht gut. Ja, ich bin dran. Jo, Antrieb ist weg. 3-1 von mir. Torps. Und ich kann nicht weg. Du musst nicht weg, die Torps kommen hier. Ah, okay. Dann ist gut. Der hat hierher getorbt. Jo, hab ihn. Er brennt und ich denke mal, der brennt runter. Weil er muss seinen Antrieb ja gerade repariert haben. Also... Wenn die T ihn nicht hat, die T hat ihn. Unser Team hat die Führung übernommen. Na gut, dann können wir ja jetzt hier mal mit dem Großholz aufräumen. Das Kleinholz haben wir ja erledigt. Okay, Beschussalarm. 5000 auf die Warspite auf 14 Kilometer, also das geht schon auch. Kann man mal mit leben. So, Basis erobert. Jupp, Eroberung unterstützt. Na komm, Lackerlisionär, drehen, schön drehen, jetzt gerade ausfahren. Ich hab das Problem. Oh, da hat sie nicht aufgefasst. Ich komme an nichts ran hier. Doch. Die so. War aufgefasst. Zita!
Nummer 4. Nette Gans, nette Gans. Wenn man sich eingeschossen hat. Okay, der mit seiner Warspite, der kann richtig gut schießen. Der hat mir gerade 5 Kilometer vor das Schiff geschossen. Aber ich würde jetzt gerne erstmal die Konko da noch. Mich ziehen hier zwei. Ich befürchte, einer davon hat ein bisschen mehr Wumms drin. Oh. Drehen wir halt weg, ne? Also die rennen von C wirklich weg. Ich habe da jetzt reingetorbt, weil ich dachte, irgendeiner wird doch da bestimmt irgendwie pushen. Never. Ja, aber... Tja, dann, ne? So. Gucken, ob ich das... Nö, das kann ich nicht unterbinden. Aber an die New Max komme ich. Mir mal eine gefangen, das war mit Sicherheit die Warspite, so wie das geknallt hat. Oder die New Max, das kann auch sein. Und dann 1050 auf die Lagalisionär, deswegen hatte ich gedreht. Naja, dann geben wir halt der Nürnberg eine mit. Genau, genau das will ich auch, deswegen habe ich mich hoch. Deswegen habe ich mich so positioniert, aber. Oh, ja, ihr Schweine! Ich positioniere mich hier richtig. Richtig gut und wups, alles, was ich beschießen könnte mit AP, kriegt hier für alt und für neu. Und ich muss immer nur umladen auf HE. Mach keinen Schaden. Ich habe jetzt 5 Cheetahs. Und die sechste? Oh, nee. Probe aufs Exempel. Hm. 944 haben wir schon. Puh. Ja, also ich muss jetzt sagen, das war jetzt das zweite Spiel, zwei Spiele richtig gut. Insgesamt 9 Zitas auf 2 Spiele, 3 vernichtende Schläge. Jetzt wieder 5 Zitas, 76.000, das Schiff ist geil. Die kann denen schon richtig wehtun, ne? Ja, also, du musst halt aufpassen, wie du fährst. Also ja. Ich hab schon auch zweimal Glück gehabt, so ist es nicht. Wow, und der Unterstützer noch. Jetzt sind wir schon bei 86.000. Na, Newmax kriege ich da auch noch einen Top-Treffer. Jo. Leider ist jetzt zu Ende. Die 100 hätten wir schon noch gemacht. Ja, noch ist nicht zu Ende. Ja, die kommen noch an. Dann hole ich ihn mir. Oh nö! hat sich die New Max geholt. Schade. Hätte ich doch. Hätte ich. Aber naja. Was nicht ist, ist nicht. Ah, ja, cool. 260 Punkte. Pö, 40. Ich hab's nicht geschafft, 5 beliebige Module zu zerstören. 44.000. Unterstützer, naja. Zweimal vernichtender Schlag und erstes Blut. 5 Zitas, einmal Basis verteidigt, zweimal Basis miterobert, 92.000. Ismail Aufgabe abgeschlossen, finde ich gut. Jetzt kannst du ja Ismail fahren. Jetzt kann ich Ismail fahren, genau. Unglaublich. Ja, nicht schlecht, cool. Nicht schlecht. Also gut, gefällt mir das Schiff. Sehr schönes Schiff. Sehr schönes Schiff. So. Also, dann bitte Ismail. Ich habe schon wieder ein neues Schiff. Hafen wird voller. Ja, Zeit ist immer wieder geworden. Ich habe ja gesagt, ich gebe kein Geld mehr aus und wenn ich es ohne Geld kriege, dann nehme ich es ja auch. So ist es nicht. Was nehme ich denn jetzt dazu? Da fällt mir ein, ich könnte mir mal noch einen Tag Premium gönnen. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo.
Premium kaufen da. Ich kaufe jetzt einfach einen Tag. Ich muss mir doch mal wieder ein paar Dublonen holen. Ich will keine 3 Tage, ich will einen Tag. So. 114 Millionen habe ich. Auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal nach der Ismael. 119. Ah, und ich habe mir gestern den 8er Franzosen gekauft. Oh. Ja, ich war durch mit dem 7er. Kreuzer oder was? Ja. Okay. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich meine Free XP einsetze, um mich in den Bäumen hochzukaufen. Ne, so eine durchaus legitim. Warum nicht? Du hast 11.000 Gefechte, du musst die nicht alle durchspielen, da sind extrem eklige Schiffe dabei. Ja, und ich hab sie dann eben. Ne? Also, und ich traue mir durchaus zu, auch eine Harugumo einfach mal aus dem Stand zu fahren. So viel anders als eine Atlanta schießt sie nicht. Und so viel anders als ein DD fährt sie sich auch nicht. Also insofern... Sie ist halt irgendwo so ein Hybrid. Ja, ja, klar. Also Harugumo ist für mich eigentlich eher ein schnell schießender, gut verborgener Kreuzer. Mhm. Also als DD, also als Schleicher fahren, ich glaube, da verschenkt man dann auch Potenzial. So, Module haben wir schon mal. Verbrauchsmaterial auf Premium umstellen. Aber guck mal, jetzt finde ich ein gutes Beispiel, was du jetzt gerade gehabt hast. Deine Piotr Veliki, wie oft hast du die gespielt? 2 Mal jetzt. So, und jetzt kannst du also vom 5er nach 2 Spielen auf den 6er wechseln. Wie geht das? Den habe ich ja jetzt freigeschalten, das war ja so ein Auftrag. Ja, aber das geht doch viel zu schnell. Ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich tue, ja. Aber ich habe halt auch mit den 2 Runden 2 Mal gerockt. Klar. Aber ich finde insgesamt, also warum muss man nach 2 Runden schon die Chance haben, um eine Tierstufe höher zu kommen? Damit ich, mir geht's zu schnell. Ball bleibt. Ja, aber die mir wollen geht's Geld zu schnell. Verdienen. Alter, die wollen Geld verdienen. Das musst du einfach so abessen. Ich habe es aufgegeben, mich darüber aufzuregen, weil es keinen Sinn hat. Aufregen tue ich mich auch nicht. Ich verstehe es einfach nur nicht. Was ich nicht verstehe, ist, warum manche Spieler Spaß dran haben, sich hochzusterben. Das verstehe ich nicht. Wenn ich irgendwo mal merke, hier bei dem Tier ist jetzt momentan Schluss. Ich meine, ich darf nichts sagen. Nein, ich darf nichts sagen. Ich habe nach 6.000 Gefechten 46% gehabt. Ich darf einfach nichts sagen. Tja. Ich darf nichts sagen. Ich darf niemanden Vorwurf machen. Ich habe jetzt 5.000 Gefechte gebraucht, um das auszubügeln. Macht den Fehler nicht. Das ist das Einzige, was ich sagen darf. Black Omega, moin, mein Lieber. Das alles ist das gut Einzige, bei dir? Was ich sagen darf. Schön, dass du reinschaust. Nach 5.000 Gefechten 46% hat und nach 11.000 jetzt 52%, der darf nichts sagen, weil dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Und wenn ich mir meine PR anschaue, weiß ich auch, dass ich noch ewig dafür bluten werde. Na gut, aber du hast wenigstens irgendwann diesen Turnaround gehabt und hast festgestellt, okay, da funktioniert was nicht so, wie es sein sollte. Habe ich ja auch gehabt. Ich meine, letztlich hat das ja eigentlich jeder Spieler. Ich glaube nicht, dass es den Spieler gibt, oder mag es geben, der das Spiel installiert und dann von vornherein gleich erstmal mit Unicum durch die Gegend fährt. Ja, gut. Aber ich wollte gerade sagen, das andere gibt es halt, ne? 20.000 Spiele, 40%. Ja. Haben wir alles schon gesehen. Ja. Mit 300 Erfahrung. 300 Erfahrung. Werde ich nie vergessen. Auf 20.000 Spiele. Das heißt, der spielt eigentlich nur rein ins Gefecht, vorfahren, sterben. Ja, oder aber irgendwo am Kartenrand rumfahren und CVs suchen. Jo. Also mit anderen Worten, er spielt eigentlich gar nicht mit. Er ist nur da. Genau. Wenn du bei 20.000 Gefechten 300 Durchschnitts-EP hast, dann bist du auch wirklich nur anwesend. Ja. Was wollen wir? Wollen wir hier so ein bisschen 3er-4er hochfahren? Mhm. Das Problem ist, wir haben keinen Spotter, ne? Also Farragut wird in die Mitte fahren und blocken, hoffe ich. Und ich kann nicht... Warum, wir haben doch einen Kreuzer dabei. Ja, mit 11,5 Kilometer Verborgenheit, wenn man das als Verborgenheit bezeichnen möchte. Flugzeugträgerpflicht in unsere Richtung. Ja. Ja, das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als von einer Seite kommt ja auch was. Ich meine, wir haben ja nun 2 Flugzeugträger pro Seite, ne? Unser Träger ist pink. Ja. Yep. Das heißt viel. Und
Oh oh. Ich habe ja, wenn wir streamen, den Matchmaking-Monitor immer an. Also. Erzähl mir mal was über Lesser-Rassin. Also erstmal haben jetzt beide unsere, also beide CVs haben weniger als 10 Spiele in ihrem Schiff. Jo. Fehlt so ein bisschen die Erfahrung. So, was hat da jetzt ist hier die eine Gede. Reichweite 17 Kilometer, okay. Er scheint da aber nur reinzurutschen. Ärgerlich. Oder? Nee, jetzt rutscht er doch nicht rein. Ah. Oh, HE. Oh, das war die erste Salve. HE. Böhm. So, da kommt was von Piotr. Ja, immerhin 1,7 mit HE auf Piotr. Mhm. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich hier so ein bisschen abdrehe. Sonst bin ich hier gleich das Häppchen. Da kommt nämlich auch nochmal HE von einer ganz anderen Position. Also hinter der Insel ist gerade eine Königsberg verschwunden. Mhm. Da ist sie. Der gebe ich auch nochmal einen mit, wenn ich darf. Weiß ich nicht, ob was übrig bleibt. Also bei mir war es eine Zita. Aber das sind ja nur 5,7. Irgendwo hier hinten ist noch irgendwas, was da steht. Also haben die irgendwie sowas wie eine... Jetzt hat er mich dann angesteckt. Der Sack. So. Also irgendetwas steht da und spammt HE und das in einer guten Geschwindigkeit. Ich vermute mal, Huang He oder Budioni wird da stehen. Huang He ist drüben auf der anderen Seite. Das ist die Budioni. Der steht da bei der Königsberg irgendwo. Scheiß Insel, ey. So, Ismail, was kannst du denn? 13,5 auf die Veliki? Ja. Ich merke mir das schon irgendwann noch. Sag ich doch. Budioni. Du hörst ja auch ganz ordentlich, 13,5 so auf The Only Warrior, Schuss. Moin! So. Und na, dann komm mal raus hier, Johnny. Da ist die Königsberg. Wie steht der denn? Der steht so und fährt jetzt auch rückwärts, oder was machst du? Mal gucken. Okay. Inchi, Vorsicht. Spottet mich erstmal nicht. Alles klar. Zwei Durchschläge. Die Uni brennt mich hier nieder. Nee, die brennt mich nieder. Ja, ich aber auch. Warte, ich dreh ab. Ja, mach. Jetzt stehe ich gerade auf dem Präsentierteller. Augen auf im Straßenverkehr. Königsberg hat Zita gekriegt. So. Ran. Wo sind wir überhaupt? Ihr seid ziemlich weit hinten, Hilfe! Naja, aber ihr seid ziemlich weit vorne. Also ja, ja, ich weiß. Taktisches Niemandsland, ich fahr mal mehr Richtung Mitte und dreh mal die ganzen. Ich kann nur nicht drehen. Ich dreh mich 7000. Tot. Königsberg ist bei mir leider hinterm Berg. Ja, ich fahr jetzt ein bisschen mittiger. Dann müsste ich ihn eigentlich relativ bald kriegen. Nur jetzt hier typische Russenkrankheit, meine Turmdrehung. Na gut, das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir sparen können. Ernsthaft? Oh, Nena. Furutaka, das war nun gar nichts. Oha. Fushun. Ja, und Gede. Und ich lag gerade. Und Furious. Na, herzlichen Glückwunsch. Gucken, ob ich die Gede. Na, 2,4 habe ich auf die Gede bekommen. Zwei zielen auf mich. Ich befürchte, da ist wohl mindestens. Ich sollte die Gede haben. Ne, ich habe die Gede. Okay, ich hätte mal auch gehabt.
Gut. Ich habe vorangehen. Inseln vermieden oder gebeached? Inseln vermieden, glaube ich. Bin mir noch nicht so sicher. Der haut ab, ja. Unglaublich, dass ich noch lebe. Okay. Also ich bin erstmal froh, dass ich das Inseln überlebt habe. Frag mich mal. Da ist die Huang He. Okay, wir treiben sie gerade aus der Mitte. Kommen Torfs von der Fuschon, die müssten mich aber nicht erreichen, oder? Nein. Na, Warspite? Überraschung. Kongo ist weg. 20.000 auf die Warspite. Ey, diese Guns von den Schiffen sind der Hammer. Wenn du halbwegs schießen kannst. Boah, und diese scheiß Raketen aufs Dach dauern, ey. 787. Tschüss, Warspite. So, Warspite ist raus. Sauber. Bin allerdings jetzt alleine in der Mitte. Also ja, ich bin hinter dir. Ich versuch da irgendwie noch ein bisschen ranzukommen, was nicht ganz so einfach ist. Dieser scheiß Wichser mit seinem Flugzeugträger, ey. Komm, Flugzeugträger sind noch nicht OP. Das nein, haben wir doch. Gar nicht. Haben wir doch jetzt so mehrfach schon. T-Virus ist an. Fuck, ey. Ja. Boah, jetzt zerreißt es mich gleich. Der haut immer ab. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Jetzt will ich immer wenigstens mal in Brand stecken hier. Oh. Na, okay. Oh. Irgendeiner zielt. Nicht gut. Ich meine, das hätte ich mir jetzt sparen können, weil jetzt bin ich tot, ne? Aber ich bin halt rausgekommen. Das ist so ein kleines Erfolgserlebnis. Aber die Insel gibt mir jetzt den Rest. Vielleicht kann ich nochmal schießen. So, ich brenne runter, oder? Ey, der Brand hat aufgehört. Ich habe noch 100 und ein paar EP, aber ich komme hier nicht weg. Ja. Naja, 60.000. Unsere New Max, naja, gut. Ich so. Kann mir halt wenigstens mal einen Kaffee holen, würde ich sagen. Ich bin gleich wieder da. Ich schick euch mal. Ja, bei unserer Warspite brauche ich euch nicht mehr viel mitschicken. Ich war zu weit vorne. Ja, ich auch. Also. Das Problem ist halt, wenn du die Mitte nimmst und keiner dich unterstützt, das ist. Jetzt geht die Mitte verloren und damit geht das Spiel endgültig verloren. Egal, ich will meinen Kaffee holen. Ich verlasse euch jetzt mal beim Captain mitfahren. So. Bis gleich. Und sie fallen wie die Fliegen. Witzig, 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 echt. So ein Scherz ist das. Defensives Flakfeuer brauchst du auch gar nicht, also passiert eh nichts. Da ist die Fuschung. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren.
Den haben, ist der DD erstmal raus. Das ist doch schon mal was dann. So, da will ich mal sehen, dass ich nicht gesehen werde. Und solange der gespottet wird. Och komm, ernsthaft? Scheiß Budioni. Da ist er. Alter, das gibt's doch nicht. Muss den doch treffen. Das Captain lebt ja noch. Ja, aber nicht mehr lang. Ja. Er ist dumm gelaufen jetzt. Es war aber auch viel mein Fehler mit. Ich hätte da nicht so blöd reinfahren sollen. Ich hätte bei der Englische bleiben sollen. Und wir hätten zum Schluss die Mitte holen sollen. War mein Fehler. Die haben mich gnadenlos zusammengeballert da drin. Naja, ist halt so. Komm, schieß nochmal. Naja, schießt nicht. Guck mal, und es fällt nix. Ich hab hier wirklich defensives Flakfeuer an und da fällt nix. Defensives Flakfeuer ist die größte Verarsche, die es gibt in dem Spiel. Defensives Flakfeuer ist reine Leutverarsche, meine Meinung. Das merkt man auch, wenn man mit Ding spielt. Mit der. Sag mal's. Mit der Hood. Passiert gar nichts mehr. Peterchen, grüß dich. Grüße von Orion. Oh, danke. Gruß zurück. Ich denke, er hat dich gehört. Vom, ja. Vom, gleich vom nicht Häppchen. Mehr. Genau. Vom gleich nicht mehr existierenden Kreuzer. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich sehe das schon richtig, das ist die erste Niederlage im vierten Spiel, oder? Können wir mal so mitnehmen. Noch ist hier nichts verloren. Oh, wir haben ja die Mitte wieder. Wie ist das denn passiert? Oh, da ist die Huang He. Hopp, den kriegst du. Ja, ich habe jetzt gerade wieder auf AP umgeladen. Und ich schieße die ganze Zeit immer, ja, auch hier, dran vorbei. Scheiße. Ja, aber den haben sie jetzt. So, ich lade wieder auf HE. Ich würde es noch nicht überleben. Und raus. Ja, ich habe auf T gedrückt statt auf R, aber ich denke mal, das wird sowieso egal gewesen sein. Angie, warst du heute schon in Outlaws? Ja, geht hattest ganz du? Normal. Also bei der Angie geht's normal, Peter. Kann ich dir nicht sagen. Nochmal wieder rein und warten, bis dann alles ordentlich ist. Bei mir ging das. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Da könnt ihr auch raus. Ja, es ist, ich wollte jetzt nur einmal schnell schauen. Ja, da kannst du definitiv raus. Die anderen haben aber auch keine guten CVs, also nicht wirklich. Wobei der mit der Furious hat gute XP-Werte und einen guten Durchschnittsdamage. Das ist alles Unikum. Aber Warspite hat 61%. New Max 55%. Da weißt du, warum die noch da sind. Aber das hat ja Gott sei Dank alles nichts mit guten Spielern zu tun. Ist ja nur Statistik. Ja, ja, Statistik hat mit Spielern nichts zu tun. Jo. So, dann. Wollen wir mal schauen hier. So, was machen wir jetzt? Ich, ich schau gerade mal. Bayern führt 1-0 gegen Frankfurt. Oh, deutscher Meister wird nur der FCB. Und Freiburg führt 1-0 gegen Nürnberg. Ja, Nürnberg ist ja schon weg. Naja, eben.
Ja, dann, ne? Gebe er etwas vor. Warum ich denn schon wieder? Na, dann du mal. Ja, genau, mach doch du mal. Mach doch du mal. Mach doch du mal. Ach, dann spiele ich doch nochmal Fuso. Also doch nochmal Sechser, na, dann spiele ich auch nochmal Ismail. Aber die ist ja noch im Gefecht, das geht. Ah, jetzt ist sie wieder da. Echt? Wir haben jetzt wohl verloren. Nee, immer noch nicht. Meine Molotow ist noch nicht wieder da. Nee, meine auch nicht. So. Ja, wollen wir da was anderes spielen, wenn du... Ja, lass uns die Fuso als nächstes spielen. Lass uns mal in was weiß ich, in 7er, 8er, 9er, 10er nehmen. Och, jetzt wird er mutig. Dann spielen wir doch 8er. Wir spielen 8er. Also du willst 10er spielen, aber nicht 10er spielen. Okay. Mhm. 10er macht dein Captain immer. Ja. Dann habe ich nicht die Schuld. Ja, ist klar. Ach, solange da so nette One-Shots rauskommen wie gestern. 8er, ja, da bleibt für mich nicht viel. Da muss ich mein und Lettreteurs Lieblingsschiff nehmen. Dein und Lettreteurs Lieblingsschiff? Hast du auch die Vladivostok? Nein. Die habe ich auch im Container gehabt. Echt? Bin ich auch gar nicht gefahren, ja. Was ihr alles also im Container haben. Also ich habe meine zwei Aufträge jetzt abgeschlossen, mehr Russen kriege ich jetzt erstmal nicht mehr. Und dann habe ich mir von den Münzen noch diese 5 Container gekauft, was soll man sonst mit diesen Münzen machen? Und da war die Sinop noch drin. Ja, was soll man sonst mit den Münzen machen? Kann ich dir sagen, wenn du davon 1500 hast, kriegst du die Laso. Die habe ich schon. Die hat sie schon, die hat Münzen ohne Ende und dann fragt sie mich, warum ich keine habe. Ich hatte ein paar hundert. Dann. Also, auf geht's. Irian, ah ja, schönes Schiff. Da ist aber noch so eine andere Währung dabei. So ganz kleine Coins. Müssen wir gleich mal gucken. Was kann man mit denen denn noch machen? Die laufen, glaube ich, noch bis 29.05. Da habe ich noch nichts gefunden, was ich damit machen kann. Echt? Bin ich habe aber auch gesehen. Nur einmal ganz kurz geguckt. Einmal so einen schnellen auch mal Blick. Tja, siehst du mal. Sieh-Neuner. Kein CV. Siehst du mal. Sehe ich dumm. Kein CV, das ist ja nicht schlecht. Nee, das ist mal okay. Nehmen wir. Und drüben haben wir eine Akizuki und eine Akatsuki. Und meine Lieblingsmap. Ja. Und ihr pusht durch die Mitte oder was? Komm, ihr habt Torps, ihr habt eine gute Bewaffnung. Als ich also, mit dem Spiel angefangen habe, habe ich immer gedacht, warum fährt keiner durch die Mitte? Da ist doch gar keiner. Ja, genau. Stören sie mindestens 5 beliebige Module. Du wirst lachen, es gab mal eine Zeit, da war jedes dritte Spiel ein Hängen und Würgen, ob sie es nicht wieder durch die Mitte probieren, weil dann eine Zeit lang hat es mal beim einen oder anderen geklappt anscheinend und dann gab es echt jedes Mal wieder diesen Lemming Train durch die Mitte, wo du dir gedacht hast, nein, warum? Yep. Ich glaube nur Flambas kann das, der fährt durch die Mitte. Mit einem Glitcher. Wo fahrt ihr denn A? Ja. Also die Irian mit ihren 13,5 Kilometer Torps ist echt ein DD. 13,5 Kilometer Torps hast du? Ja, und die gehen halt wirklich spät auf. Und ich habe schon Kreuzer, die auf mich zufuhren, also die mich gejagt haben, habe ich mit 13,5 Kilometer getorpt, als die auf 16 Kilometer entfernt waren und die sind mir da reingefahren. Okay. Also nicht einer, sondern mehr oder weniger regelmäßig. Also das ist unglaublich, wie das läuft. Aber dann kannst du echt so auf gut Glück mal losschießen, da fährt jemand rein. Ja, auf gut Glück weiß ich nicht, aber zumindest, wenn man öfter mal DD gespielt hat und so ein bisschen vorahnen kann, wo denn irgendwie Schiffe sind, also da kann man richtig was mitmachen. Man kann den anderen auch richtig wehtun. Shira versucht auch gerade, den anderen richtig weh zu tun. Shira fährt durch die Mitte. Ja, Captain Borchin, also auf YouTube gibt es ein paar Videos, wo es geklappt hat, aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich jedes Mal klappt. Oh ja, Lettreteur war auch schon auf dem Surfer, also das muss gehen. So. Also ich verstehe es auch nicht, vor allen Dingen, ich kann nachher gerne mal einen Neustart machen, wenn das irgendwas sein soll. Oh, die Almontpellier. Ich glaube, das ist auch ein interessantes Schiff. Oh, Atago. Oh. Schaut fast aus wie eine kleine Cleveland. Er hat... jetzt dreht er weg. Ach, da ist die Akizuki. Mist. Hat vor allen Dingen auch Hydro und Radar. Okay.
Ja, der ist wirklich stehen geblieben. Ich habe das DD getroffen. 2-3, zweite ja. Pass ist verleibt. Der ist einfach stehen geblieben. Fährt rückwärts. Profi. Aber das macht er nicht die ganze Zeit. Der fährt wieder an. Und wenn er anfährt, dann hat er ein Problem. Jetzt fährt er an. Boah, ist nicht schnell genug angefahren für mich. Und für mich zu schnell. Da kommt die Akatsuki noch, aber ich... Und treffe ich sie? Jo, ich hab ihn. Ah, sehr schön. Hab ihn. Schon mal raus. Das ist ein guter Anfang. War doch schon mal ein Problemchen weniger. So, da ist noch ein zweiter Nebel, seht ihr den? Hm, ja. Was hat der für Torps? 8 Kilometer, glaube ich. What? Du. Komm nicht an diese scheiß Atago, jetzt kann doch nicht warten. Na, auf jeden Fall brennt er erstmal. Ja, Leute, ihr müsst da hinfahren. Ich kann sonst nicht weiterfahren. Warum muss ich mir den kleinsten Gap aussuchen? Oh, weil ich es kann. Ich drehe jetzt einen auf die Akizuki, weil der hat gerade getorbt. Oder Akatsuki. Und die Igumo fährt rein. Ey, wie kann man denn mit einer Igumo in Torps fahren? Die so lange unterwegs sind. Die sogar ich als Schlachtschiff sehe. Wie kann denn sowas passieren? Da geht doch nichts über vorausschauendes Fahren. So. Atago stand da hinten. So, dann. Hier scheint nichts. Ah, doch, da ist die Lyon. Da ist er. Ja. Die Akatsuki. 1160. Die 6 schlägt zu, er brennt. Okay. Ich schieße nur munter Luftlöcher, weil der da wie so ein Hase. Oh, ist raus. Yugumo hat ihn gekriegt. Und eine Lenin fährt durch die Mitte und da steht unsere Shira. Das ist jetzt auch klasse, oder? Oh Gott, das wird jetzt richtig geil. Das müssen ja zwei Profis sein. So brennt mein Schiff, ey. Und ich glaube, ich werde hier nicht gesehen. Oh, oh, ich hab die Atago. Ich muss sagen, da hat sie Atago aber richtig zerrissen. Oh, und die Leon brennt. Hat er gelöscht? Er hat gelöscht. Oh, das ist schön. Guck mal, wie das zusammenbleibt, wenn man so ein bisschen quer steht. Und die rennen alle nur, ne? Mhm. Kriegen ja auch Druck. Klappt die Lyon. Jo. Sehr schön. Ich bereite Alter. Die immer vor und du nimmst die raus. Ja. Alter Absnecker hier. $10,000 auf den Friedrich. Friedrich hat keine Tarnung, ne? Ja, ja. Ich krieg auch noch keine Sack. Also ich bin jetzt auf Sek ran. Kommt auch HE. Ey, das kann nicht wahr sein. Da kommt von einer Friedrich der große HE. Naja. Kann man ja machen, wenn man Top-Tier ist. Da kann man machen, was man will, wenn man Top-Tier ist. Oh, ich stelle gerade fest, dass ich vielleicht nicht durchgängig hier bereits fahren wollte. Na, guck mal. Ich habe ihn angesteckt.
Aber hat sofort gelöscht. Löscht einen Brand. Yo. Die schießen ernsthaft alle HE. Also normal darf ich hier nicht wegkommen. Ich habe mich mal wieder festgefahren eigentlich. Zwei Zielen. Oh, dann muss ich mal ein bisschen weg. Denn das eine ist vermutlich die Downs bei euch. Ja. Ey, die schießen da wirklich alle HE. Ich lach mich tot. Die schießen alle HE. Womit wollen die mich denn hier erschrecken? Mit HE? 726 auf die Donskoi. Ja, der ist ganz schön nervig mit seiner Donskoi. Okay. Ich will mal sehen, ob ich mich da... Friedrich brennt wieder. Nee, Donskoi ist gleich aus meiner Range raus. Ja, Donskoi muss ich selber machen, glaube ich. Aua, jetzt brenne ich wieder eh. Lyon so brennt auch. Muscler. Lyon brennt ein zweites Mal. Jo. So, Donskoi hat sich ausgebrannt. Schluss mit Fackeln hier. Lyon hat auch gelöscht. Die Lenin hat es tatsächlich geschafft, durch den Kanal zu kommen. Oh, das ist ja kein Standardgefecht, ne? Zwei Brände. Zita auf diese AL-Dingsbums da. Jo. Montpellier. Kann aber man jetzt machen. Bin ich gleich weg. Ach, du bist doch noch da, ich sehe dich. Naja. Aber ich kann nicht löschen und ich brenne noch 30 Sekunden. Aber es reicht noch für 87.000, das ist okay. Dafür, dass ich nur gepresst habe und nur Druck gemacht habe, ist es okay. Du hast nur gepresst. Ja, nur gepresst und Druck gemacht, sonst nichts. Pressen! Zweimal Basis verteidigt, einmal mitgekappt, aber nur 46 Sekt-Treffer und das, obwohl ich in vorderster Front war. Die sind gerannt wie die Hasen, das ist ja unglaublich. Sind sie wirklich? Kann man auch einfach nicht anders sagen. Sind sie wirklich? Die sind einfach nur gerannt. Guck dir mal den Chat an. Was für ein... Wer ist denn dieser Peschko die Shorshi? Egal was er ist, auf jeden Fall kriegt er dafür erstmal ein Lob. Ja, aber sie hat einen schönen Namen, so, Captain Bäuchel. Wo seid denn ihr? Ich bin auf der Jagd nach Friedrich dem Großen. Ich habe nur das Problem, ich sehe nicht. Ja, den musst du jagen, den musst du jagen. Ja, der ist so schnell. Ich komme nicht der weg. Der rennt so schnell. Fahr mal wegen bei der Engine mit. So, und die Z. Ich habe gerade Wassereinbruch. Ich habe den Einschlag vorhin beim ersten Durchklicken gehört. Ja, ups. Fritz hat es gerade zerrissen. Ja, souveräner Sieg. Ich habe keine Ahnung. 4-1 für uns, das passt doch. Kommst da kaum hinterher, um Schaden zu kriegen. Ich werde mal hier ein bisschen Torp aufdecken, sofern also noch was kommt. Also für das Gefecht kann ich mit den knapp 90.000 leben. Ich bin ja wirklich nur als Brecher vorne weg gefahren. Siehst du, da kommen doch die Torps schon. Dreh dich. Nein. Das ist nicht wahr, dass diese Lenin da unten aufgeräumt hat, oder? Der ist jetzt da unten alleine. Der hat quasi die Shira noch rausgenommen. Und was hat er noch alles rausgenommen? Ja, aber Iowa. So, jetzt ist... Also ich bin nicht mehr gespottet. Er muss hinter der Insel sein. Lass mal gucken, was die Lenin da so macht. Der muss ja spielen wie ein junger Gott, wenn der das überlebt hat.
2 Kills hat er. Optisch sieht sie ja ein bisschen mit der langen Schnauze so ein bisschen aus wie die Ding, ne? Wie die Nelson. Ich bin entdeckt, also ist er raus jetzt. Oh, ich bin aber nicht entdeckt. Scheiße. Jetzt bin ich auch entdeckt. Die Richtung. Mal sehen. Also er muss da sein. Alles andere würde mich jetzt verblüffen. Also wenn der jetzt... Ja, Meister Irian, zeig ihn uns. Im Norden ist... Nö. Auf jeden Fall ist er auch weit weg von den Caps. Also das ist ja auch alles ganz entspannt. Da kann er eigentlich gar nichts mehr machen. Er ist doch der Letzte seiner Art. Hier kommt Torps. Ich kann leider nicht reinfahren. Und erledigt. Naja, geht doch. Immer ran damit. Also Irian macht schon Spaß. Pünktchen nehmen wir auch mit. 144 diesmal. Zweiter, cool, nehmen wir auch mit. Vierter. So, nu? Die aufgehobene Fuso, oder was? Ach ja, da war ja was. Die Inchi wollte Fuso fahren. Dann würde ich nämlich nochmal Ismail probieren. Weil so die 60.000 Runde von vorhin, die kann ich noch nicht so. Okay, also ich kann das noch nicht so wirklich beurteilen, muss ich sagen. Also, dann mal Ismail und danach mal einen ganz dicken. Mal gucken, vielleicht, ne? Fahre ich sie nachher nochmal. Gucken wir mal, was die Fuso sagt. Ihr wollt einen Sechser. Da muss ich noch einmal umbauen und dann nehme ich mal was, was ich ganz, ganz, ganz lange schon nicht mehr hatte. Oh. Ganz, ganz lange schon nicht mehr. Muss ich dann auch nochmal die Module checken? Könnte ja sein, dass da was rausgeflogen ist. Nee, ist nicht. Aber Aga hat ja auch noch nicht eingecheckt, also insofern ist ja alles entspannt. Nee, ich bin noch am Basteln. Ich kann ja hier... Tja, nur ich bin gut vorbereitet, ne? Du bist gut vorbereitet. Ah, so. Zweiter. Okay, dann Entscheider. Oha. Luca da Oster, der wandelnde Torpedo. Das... Ja, nicht schlecht. Ja. Hassliebe. Habe ich erst zum Gulli gesagt. Der Gulli ist ja auch gefahren. Wann waren wir mit Gulli? Donnerstag, glaube ich. Donnerstag. Ja, Gulli hat es ja auch gefahren. War nicht so begeistert. Duka ist nicht einfach zu spielen, finde ich. Du kannst mit den Torps auch wieder richtig was machen, aber das Ding ist eben so weich, wenn du irgendwo aufgehst, hast du ein echtes Problem. Auch wenn du anwinkelst, die hauen dir das alles quer durch den Rumpf. Tja. Ja. 5er, 7er. Ja, schönes MM. Kein Flugzeugtrainer. Trainer, richtig. Ja. Flugzeugtrainer. Flugzeugtrainer. Mhm. Und Nachbarnherrschaft ist ja auch nicht so uninteressant. Und von hier Push A, Knall B. What? Naja, voll nach A reinpushen und dann nach B reinknallen. Du wirst lachen, das hat manchmal echte Vorteile, wenn ein Torp lang unterwegs ist. Wieder nach C, das ist das Problem. Weil du kannst halt Ziele, die weit entfernt sind, auf dich zufahren, kannst du torpen. Weil die Torps einfach so lange unterwegs sind, dass sie Zeit haben, dir entgegenzukommen. Hat Vorteile. Also zwischen A und B halt. Zwischen A und B. Mit voll Richtung A, aber oberhalb der Insel. Also wenn ich jetzt hier voll Richtung A, dann bin ich sowas von breitseitig zu B. Ja, man muss sich halt dann dem gegnerischen Spielverhalten anpassen. Nee, dem eigenen, also dem des Teams. Deswegen lasse ich mal ganz entspannt die AAPH Guru hier nach vorne. Ne? Oh, die will ich nachher Pensa. Auch noch spielen. Haragumo will ich nachher auch noch spielen. Pensa dreht auch ab, Lagalisonea dreht, die drehen alle ab. Ich drehe gleich ab. Bescheuert, die sind so beknackt. Also okay, hier zu A zu fahren ist ja auch nicht unbedingt jetzt wirklich immer das Beste, aber wenn wir da schon eine Gatchamala haben,
die zur A fährt, dann braucht die einfach auch Unterstützung. Ja, solange sie nach B fahren, habe ich da nicht mal was dagegen, weil das, was sie jetzt machen, was wir jetzt machen, ist eigentlich gut. Wir fahren mit zwei Flügeln auf zwei Caps und können aber jeweils das andere Cap mit unterstützen. Also ich finde, das ist gut. Die also sollen ruhig C kriegen da oben. Nur wir dürfen halt nicht ewig an A rumgängeln. Wir müssen durch A durch und sofort B mit unterstützen. Das stimmt. Die haben ja auch wieder umgedreht, die beiden. Also ich muss gestehen, zwei Flügel wären mir für Chicken Wings zu wenig. Oh, hör mir auf, ich hab so Hunger. Ich weiß noch nicht mal, was es heute gibt. Ich auch nicht. Frauchen hat gesagt, ich war fleißig, es gibt was Leckeres. Also. Das. Irgendeiner hat ja was Schlechtes gegessen. Oh. Da ist die John Wee. So, jetzt dreht er. Er dreht zurück oder? Nee. Nebelt er? Nein. Dann. Ja. Nee, nein, 1050. Na, immerhin. Getroffen. So, und jetzt hätte ich gern die Rohre wieder voll, weil da ist eine Leander. Und ich würde gern wissen, wie die Gatchamada fährt. Dann könnte ich da nämlich reintorpen. Das Problem ist nur, ich kann es nicht. So, da ist die Mayhem. Oh, die Lerner hat die Mutsuki rausgenommen. Charmian habe ich getroffen. Wieso habe ich eigentlich rote Kugeln? Weil du einen besonderen Kapitän drauf hast, vielleicht. Hatte ich das sonst nicht, oder? Weiß ich nicht, was du mit deinen Schiffen machst. Ist der krank? Du warst doch so gut vorbereitet. Rüteln? Der hat sich verändert. So, das ist jetzt echt ätzend. Gacha, bleibst du da jetzt stehen oder nicht? Ja, weil wenn der vorfährt und ich ihm jetzt da Torps reinhaue, da ist die John Ray wieder. Ah, shit, auf den habe ich eigentlich gewartet. Jetzt wollte ich gerade auf den anderen schießen. Und. Das ist ja wieder zu. Ich habe ihn getroffen. Schöne Tarnung. Oh, Miyoko, du Arsch. Schön rausgedreht, trotzdem 3-4. Normandie fährt scheinbar rückwärts. Ja, jetzt fährt er an, oder was? Ja. Oha, Mähen. Auf 7,1 Kilometer, das ist nicht gut. 11.000 auf die Sinop. Och, Pensa. Kann mir jemand helfen auf die Mähen? Ich kann im Moment nicht. Ich versuch's. Er ist für mich noch. Ich hab 14 und er ist bei 14,3. Tja, und ich komm hier nicht weg. Ich muss hier komplett weg. Ich versuche diese John Way, aber ja, jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn doch wieder. Das war zu erwarten, dass ich mir da jetzt eine fange. Das ging daneben. Ich glaube, ich muss hier mal drehen. Ich krieg sonst ein Problem. Wir kriegen generell ein Problem, wenn wir uns nicht gleich nach B bewegen. Ja. Aber da ist die John Bay wieder. So, und jetzt muss ich da nochmal treffen. Mal gucken.
Ey, der hat aber auch so viel Glück. Das schlägt alles wirklich um ihn herum ein. Oh, 4-2 auf die Mähen. Hätte es nicht noch ein bisschen mehr sein können? Jetzt, Gott sei Dank, der Jamada hat die Jambe X endlich raus. Oh, Silvio, moin, Bambibo, moin. So. Und jetzt bin ich hier auf der Einserlinie, weil ich den D abfangen wollte. Ey. Und habe ihn nicht einmal getroffen. Ich habe 3465 Schaden. Ich habe knapp 30.000. Habe aber hier jetzt ein zweites DD an der Seite noch. Kannst du noch abdrehen? Ich bin gerade dabei. Weil du bist einfach für mich 17 Kilometer entfernt. Wow, okay. Mähen hat's auch zerrissen. Das erste DD haben wir. Alter Schwede, hat das Ding nicht irgendwie auch ein Turbo? Na, ist egal, komm. Ich nehme mal meinen Reichweitenflieger. Versuch die nochmal anzustecken. Jetzt haben wir 4 verloren. Mist, ey. Oh, ist sogar gelungen. Und er hat gleich gelöscht. Nee. Meine Gartenarbeit rächt sich, es juckt alles, ey. So, ja, Normandie könnte jetzt ein bisschen HI vertragen, ist für mich aber zu weit weg. So, selbst mit Reichweitenflieger komme ich mal gerade 16,8. So, mich gucken gerade 5 an. Aber ich will mal sehen, dass ich hier wegkomme. Ja, wir müssen jetzt killen. Oha, jetzt habe ich mir aber eine eingeschaut. Oha, da ist aber jetzt fast Ende Gelände mit der Akatsuki. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Jetzt wollen hier 3 ein Stück von der Duka haben. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Ich hab's anscheinend nicht an, ich krieg einen Schuss, aber ich weiß nicht, wie viel auf mich zählt. 4 gerade bei mir. Ich muss dann mal den Captain nochmal ändern. Habt ihr gesehen, wie viel Team wir noch haben? Ja. Ich sag ja, wir müssen killen. Tja, und ich schieß nur an dem vorbei. Warum treffe ich den nicht? Und ich komme an nichts ran. Silvio stellt ja gerade die Frage, warum wir nur zu viert im Clan sind und sind auch genug da, die zugucken, auch mitzocken. Und Nidhüger schreibt, wir wollen unter uns bleiben und Geheimbund, genau. Und solche Geschichten. So, wir sind ja eigentlich sogar nur zu dritt im Clan, der Rest sind ja Doppelaccounts von dir und mir. Ja. Also ich würde ja gerne irgendwem irgendwie helfen. Ich bin da ja motiviert, aber... Ich bin nur noch Fischfutter. Ich bin raus. Ja, ich bin auch gleich Fischfutter. Ich komme endlich mal an einen ran. Blöd. Ja, das ist das, was ich eben sagte. Also selbst wenn du mit der anwinkelst, das ist völlig egal. Die schießen dir von hinten... Ja, es sind halt zu viele. Zitadellen einfach rein. Zu viele, 46.000. Also ich muss sagen, die Veliki gefällt mir besser. Mit der Ismail bin ich noch nicht so warm. Und das ist auch das, was du so als Gegner merkst. Die Ismail, du kannst zwar austeilen,
Aber. Naja, schauen wir mal. Tja, zumindest haben wir beide Caps, aber wir werden es verlieren. Es war wie immer. An A, das hat einfach zu lange gedauert. Na, wo ist denn unsere Duka? Viele sind ja nicht mehr da. Aber wir haben immer noch zwei Caps. Mal schauen. Das ist ein richtig tolles Spiel. Und das ist mittelmäßig. Oh, da ist auch noch ein DD. Der hier seine Torps noch mit reinbringt. Das ist natürlich ganz großartig. Naja, ich fand die Chapitz-Runde ganz gut und ich fand die zweite Runde mit der Veliki ganz gut. Da hatte ich ja zwei vernichtende Schläge, aber so das Brecherspiel ist noch nicht dabei, da hast du recht. Ich habe Tierpitz und Emil Bertrand ganz gut, aber so richtig, was ich Hurra sag, ist es nicht. Na, schauen wir mal. Aua! Ja, guck mal, da steht die Sinop und wartet auf mich. Hat sich ausgekapptend. Also 3 gegen 10 ist auch echt ein bisschen schwierig. Ach, warum? Aber immerhin, er brennt noch mit seiner Galisionär. Na, jetzt nicht mehr? Nee. Ich hätte gehofft, ich krieg meine 25.000 noch, aber nö. Können wir eigentlich noch auf die Rangliste warten? Ist ja gleich zu Ende, die haben ja schon 940. Ja, und vor allen Dingen unsere Fidschi, der kriegt jetzt noch einen von der Sinop und dann war's das. Da kommt's schon. Oh, da hat er aber Schwein gehabt. Einer gegen 12. Es ist uns wirklich gelungen, 2 DDs rauszunehmen. Ja, 2 DDs rauszunehmen und das war's, ne? Bis dahin lief es super. Und dann kam das Problem, dass mit der Großteil von denen an A einfach nicht begriffen haben, dass du nur mit A das Spiel nicht gewinnen kannst. Bis zu dem Punkt, wo wir die 2 DDs hausen hatten, war alles gut. Und dann plötzlich hatten wir 4 verloren und die 2. Tja. Und von da an ging's bergab. Tja. Von da an ging's bergab. Nein, willst du wissen, warum wir verloren haben? Warum? Weil unser Team eine durchschnittliche Winrate von 42,49% hat. What? Und das andere Team eine durchschnittliche Winrate von 56,18%. Ja gut, man sieht auch, wenn wir Dritter, Vierter, Fünfter sind mit dem, was wir hier gerissen haben, dann brauchen wir uns nicht wundern. Oder Vierter, Fünfter, Sechster sind. Ja, und da muss man dann einfach mal wirklich sehen, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Winrate und Gutspielen. Den definitiv. Wer auch immer das noch leugnet. Dortmund führt in Gladbach. Ja, solange die Bayern führen, ist alles gut. Naja. Wolltest du nur gesagt haben. Ach. Hoffenheim führt in Mainz. Wolfsburg führt gegen Augsburg. Ja. Was ist noch interessant? Schalke, Stuttgart 0-0. Tja. Also Halbzeit ist. Auch kein mehr was. Nee. So, jetzt sagt mal was an. Irgendein Tier. Los, hopp, mach mal. Irgendein Tier. Pferd. Ja, Hund. M. Neuner. Kranstadt. Ja, ist immer noch wirklich die Frage, hole ich mir die Alaska oder nehme ich jetzt wirklich die Free XP und hole mir dafür, ich sag mal, für 1 Million FreeXP kriege ich, keine Ahnung, 6 Schiffe, 7 Schiffe. So in der Richtung locker. Aus den normalen Forschungsbäumen. Warum soll ich mir jetzt die Alaska holen? Dann hätte ich die Harugumo im Hafen. Ich hätte. Lass mal gucken. Na, wenn ich will, kann ich die Moskwa dann im Hafen haben.
Ja, Harugumo. Sagte ich schon. Ich könnte die Minotaur haben. Minotaur, schönes Schiff. Die Z-52 oder und Hindenburg. Also ich bin aber ganz, ganz vielen beim Achter. Und also Achter ja. Durchgrinden ist hart. Achter durchgrinden ist hart. Tja. So. Doppel Missouri plus Kronstadt. Na dann auf wie ins Gefecht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir nicht doch die Salem hole. Ich habe jetzt 444.000 Kohle. Also wenn ich mir die hole, habe ich immer noch über 200.000. Ich verballer das immer für Signale. Ich verballer das immer für Signale. Ja, die Alaska ist dieses Schiff, was du für eine Million Free XP und ein Coin bekommst. Alles verballert. Oh, das ist aber ein nettes MM. 7-9er. Oh. Gefahren hat Standard. Shogaku. Und was ist denn Al-Yuka sagt? Yuka, Yuki Gatte. wie heißt die? Ich müsste das nochmal hören. Al-Yuki Kase. Und The Red One hat ein Standardsymbol. Also das ist wohl ein Premium, oder was ist das? Ja. Habe ich ja noch nie gelesen, das Schiff. Na, ich bin gespannt. Gibt's, glaube ich, im Shop im Moment. Was sagt denn dein Matchmaking-Monitor? Der sagt, der hat weniger als 10 Gefechte mit seinem Schiff. Ja, okay. Das ist natürlich blöd. Na, ich kann das auch ausstellen. Nur, ich sag mal, 3 Gefechte sind ja nicht wirklich aussagekräftig, ne? Oh Gott, der hat 100% mit seinem Schiff. Ja, genau. Obwohl die XP dann immer ganz interessant sind, ne? Warte mal, mal gucken. Also, Settings. Das wollen wir nicht. Kannst du mir mal den Link wispern? Ich muss mir das auch endlich mal installieren. Was für ein Link? Na, das Programm. Oh, geil. Soll ich euch was zur gegnerischen Shukaku sagen? Das finde ich geil. Ehrlich, das finde ich geil. Der hat 18 Gefechte. Winrate 44,44%. Okay. Durchschnittliche XP 705. Mit und 10er Träger? Und 8er Träger. Und durchschnittliche Zerstörung 0. Ach du Scheiße. 0,0. Der hat in also, 18 Gefechten noch nicht ein einziges. Das ist nicht wahr, oder? Der hat durchschnittliche Schaden, einen Durchschnittsschaden von 13.331. Nein, 21. Ja, und der mit seiner Al-Yuki Kase ist tatsächlich jetzt im zweiten Gefecht. Hat im ersten Gefecht 288 XP gesammelt. Okay. Naja, das klingt ja alles ganz gut. Naja, geht schon so, ne? Ich glaube, ich habe nicht weit genug vorgehalten, oder? So. Oh, da ist eine ARP. Jo, eine Miyoko. Oh, jetzt ist er weg. Mhm. Schade. Vielleicht ist er gleich ganz weg. Nein, ist er nicht. Nur 1800 Schaden. Oh, eine Mogami und eine Musashi. Der Flying Dutchman, das sagt mir auch was. Musashi sagt mir was. Flying Dutchman. Mhm, Flying Dutchman sagt mir auch was. Oje, oje. Das ist aber Flying Dutchman YJ. Der hat auf seiner Musashi 122 Battles mit 39,3. Boah, sag mal, was fahren denn da wieder für Leute durch die Gegend? Ah, ich will aber das Aslan Modpack nicht mehr installieren, Bibo. Gibt's den Matchmaking Monitor nur über den Aslan? Nein, nein, nein. Das würde ich ja nicht tun. Also ich habe ihn hier auch. Free sozusagen. Oh. Also kriegst du auch. Allein. Ja, muss ich mal gucken. Du willst mir den Link nicht wispern. 1350 auf die Miyoko, Mann. Das sind Schadensummen. So, Ogami.
Oh. Zwei Durchschläge und ein Abpraller. Yay. Fährst du rückwärts? Nee, fährst nicht rückwärts. Okay, einen Kreuzer haben wir schon mal verloren. Tja, hier war eine Seattle, eine Musashi, eine Mogami und eine Lyon. Wie wäre es, wenn man eine irgendwie zu weit weg spotten würde? Tja, sag das mal der Kagero, der hier vor mir rumdümpelt. Ich bin gerade entdeckt. Ja, ich bin da neben dir. Ich bin entdeckt, einer macht mich auf. Mein Radar geht nicht weit genug. Wapsa. Da ist dieser Alt-Dingsbus. Ich bin auch wieder zu. Also der hat uns aufgemacht. Ey, siehst du das? Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Das kann doch einfach nicht sein Ernst sein. Kann man nicht mit dem Siemer Kreuzer da einfach mal die Biege machen? Jetzt fahre ich wieder von 0 auf 100 los. Und ich habe das Problem, dass hier mein Bild total flackert. Was ist hier denn los? Ich bin genau da, wo ich auf dieser Map immer nicht sein will. Ich will hier weg. Deswegen mag ich die Map nicht. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Das ist das Problem. Pass auf, ich werde mal Radar zünden, okay? Jo, mach mal. Dann haben wir mal ein bisschen. Mich zielen zwei. Ein bisschen so einen Blick, wo sie herkommen. Okay. Da hätten wir schon mal eine Seattle. Eine Lyon kommt hier gerade. Jo, wir bremsen auch für Lyons. Der hat jetzt ein Geschütz weniger. Mal 14.000 und ein Geschütz auf die Lyon. Da kommt auch der Musashi Dutchman. Jo, ich dreh gerade weg. Kann gleich richtig wehtun, aber ich muss in der scheiß Insel. Zita auf die Musashi. Da ist die Mogami. Boah. Voll motiviert, die Mogami. Ja. Sprint nach vorne. Oh, 2.300 nur. Mal eben zwei Drittel seiner EP gekostet. Ja. War ein schlauer Sprint. So, und jetzt kommt ihr mir hinterher, oder? Komm, hopp. Jawohl, genau. Ja, Musashi gucken, macht. Eine also Musashi ist auf jeden Fall nicht der Flying Dutchman, den wir meinen, weil sonst würde er jetzt nicht hier reinfahren. Der, den ich meine, der würde nicht hier reinfahren. Tja, und ich kann nicht schießen. Ah, da ist ja noch eine Landzunge. Oh, fuck. Wie geil. Die Lyon fängt jetzt an mit HE. Die Lyon, wenn Pech hat und weiter so rückwärts fährt, ist sie gleich weg vom Fenster. Ich habe erstmal gerade 11.000 vor der Musashi eine Zita kassiert. So, jetzt sieht er mich nicht mehr und jetzt kann ich mal. Oh, jetzt sieht er mich doch wieder. Scheiße, warum? Jetzt hätte ich die Lyon rausnehmen können. Pass auf, ich werde Radar zünden. Radar an. Der Feigling ist wieder zurückgefahren. Ich gebe jetzt Gas, ich muss hier weg. 1800 auf eine Seattle. Hallo? Was macht unsere Hipper hier eigentlich hinter mir? Schießt er auf irgendwen oder ist er nur dabei? So, Seattle. Jo, Seattle könnte jetzt auch nochmal von mir einkriegen. Nee, nicht wirklich.
Was machst du denn hier? Oh, die 640 kannst du haben. Oh, so ein Arsch. Das hat genau gepasst und er ist genau im richtigen Moment hat er rausgedreht. Ey, wir haben schon wieder 4 verloren. Das kann es doch nicht sein, ey. Wird ja auch gerade gejagt. Oh ja, von der Blüska. Ich sehe es. Unser Mayhem lässt sich da einfach mal wegschießen. Ich auch. 12-3 auf Team Lyon. Wie kann der noch? Also er hat doch gerade geschossen. Verstehe ich nicht, aber gut. Muss ich nicht verstehen. Muss ich mich doch besser platzieren vorher. Genau, mach auf, mach auf, mach auf und tschüss. Und tschüss. So, Selbstversenkung mit Ansage. Wenn jetzt keiner zum Cap kommt, ist das gleich weg. Kann den nicht mehr lange aufhalten hier. Wow. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da noch hinkommen soll. Ich auch nicht. Ich kann schauen, dass ich noch ein bisschen Damage maximiere. Iowa ist hier. Und ja, ich, auf die Iowa komme ich gerade noch. Hinter mir und die Lyon ist da und auch ein DD auch noch hier. Also das ist für mich. Ich habe gerade Seattle nochmal 8000 gedrückt. Aber wir müssen tatsächlich sehen, dass wir. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Drehen. Ich setze noch ein bisschen zurück, aber das wird es nicht mehr fehlen. Ich versuche das Seattle auch nochmal einen zu geben. Tot. Also 4,5 habe ich nochmal. Tja, das konnte ich nicht aufhalten. Nö, das waren zu viele. Das war ja auch zu sehen, also keine Chance, ne? Na, ich habe ihn auch nochmal getroffen mit der Seattle, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden ich gemacht habe oder halt auch nicht. Oh. Nur 2,7 nur. Von der Iowa. Tja, ich befürchte, ich gehe hier gleich drauf. Das ist die Idee vielleicht noch? Ja, versuche ich gerade. Ich greife jetzt die Iowa an. Ich habe ihn getroffen, aber, ne? Oh, der Drecksack lebt wieder noch. Ich radar jetzt einfach mal hier. Gut, der ist weg. Zieht er auf die Iowa? Dann ist die Iowa jetzt raus. Ja. Ich komme nicht mal mehr an, meine. Vizcavica. Ich nehme die Belfast. Ich breche jetzt voll durch. Sie hat da einfach fahren lassen. Und die machen einen riesen Fehler mit, dadurch, dass sie mit ihrem DD nicht im Cap sind. Ich kann hier nicht auf alles anwinkeln und so richtig Glück habe ich auch nicht. Beim Schießen.
draußen ein bisschen Pech. Ja. Guck mal, ich nutze das Wrack jetzt hier noch. Der mit seiner Plüska hat so viel Dusel. Aber jetzt ist es ja auch gleich vorbei mit dem Wrack nutzen. So, ich habe erstmal der Bismarck gescheit eine eingeschenkt. Ja, und ich bin raus. Schon. 102.000 waren es noch, aber... Ah, das, der mit der ARP Miyoko, das Spiel hat wirklich ein Problem damit, wenn man auf stehende Ziele schießt. Der steht vor mir, 5 Kilometer breitseitig. Ich halte auf Wasserlinie Mitte an und mache 2700 Schaden. Ja, also das mit einem 9er gegen 7er. Genau. Das ist ein Scherz. Mit der Kronstadt, überleg mal, was du für Guns hast. Ey, das ist so ein Scherz. Scheiße, ich gehe auch gleich drauf. Ich kann noch einen mitnehmen. Die Bismarck kann ich noch mitnehmen. Wer ist da noch über? Unsere rennende Hipper? Der hat ja von Anfang... Ja, Hipper Full HP, echt. Ich mir jetzt nicht verkneifen. Ah, gar so viele Punkte, Wahnsinn. Ah! Die Sau! Die Sau! So ein Schwein! Ah! Ist er geschickt? Das wäre nochmal richtig Damage gewesen. Geschickt an dir vorbeigerutscht, ja? Das wäre nochmal richtig Damage gewesen. Scheiße. Also der mit der Hipper, das ist eine Frechheit. Das ist mehr wie eine Frechheit. Der Melden jetzt von mir auch spielt noch. Schlecht. Ja, ja, definitiv. Das geht ja gar nicht. Was tut der denn? Der fährt parallel zum CFA. Der hat ja auch vorhin schon die ganze Zeit gar nichts gemacht, als ich da vorne um die Ecke geguckt habe, um zu sehen, wer da hochkommt. Der schneidet sogar im CFA noch einen Weg ab. Also wenn 1943 sein Geburtsjahr ist, ich weiß nicht. Heißt Heinrich. Könnte fast hinkommen. What? CV, don't go after Leon. Ja, you fucking idiot. Reset the cup. Ja, da hat er recht. Unser CV war da auch nicht wirklich, aber das ist halt... Ja. Also, jetzt hat gerade eben, weil wir ja bei den Statistiken auch ab und zu sind, unser Team hatte eine durchschnittliche Winrate von 55,2%. Die anderen hatten eine durchschnittliche Winrate von 42,2%. Wie war unser Team? 55,2. Wir hatten zwei dabei mit verborgenen Stats und die anderen auch. Und der Rest zählte. Aber ich denke mal, diese 42,2% kommen natürlich auch zustande, wenn du einen dabei hast, der 0 hat. Winrate Heinrich, 0. 3615 Gefechte. 49,21%, 876 Erfahrung. Ja, das. Wieso spielt er dann so schlecht? Das ist jetzt nichts Tolles, aber das ist auch nicht unbedingt. Ich fahre nur neben CV her, oder? Was hat er denn für einen Durchschnittsschaden? Ja, 39.000. Also, das ist ein komisches Spiel, was er da gemacht hat. Na, egal. Persönlich habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es waren 120.000. Alles gut. Ja. Alles gut. Weil ich mit dem Kreuzer über 100.000 habe, sage ich auch immer, ist okay. Jo. Also auf, so, Tier, was machen wir auf Tier 5 meine ich, ne? Ja, ja, ja. Ich hab's schon verstanden. Ich sag da mal lieber nichts. Scheiß. So ein Scheiß. Genau so sehe ich das auch. Also sagen wir mal, wer seine Stats versteckt, weiß um seine Leistung. Aber jetzt müssen wir mal wieder ins Gewinn, Freunde. Tja. Ja, tun wir doch. Ist doch ganz entspannt. Nur weil wir jetzt mal von den letzten 4 3 verloren haben. Hallo? Von den ersten 4 haben wir 3 gewonnen, oder wie war das? Ja, genau. Das ist so. Ja, das Glas ist halb voll. Na guck mal, wenn du mal was aussuchst, verlieren wir. Wenn ich was aussuche, verlieren wir. Also du musst aussuchen. Genau. Ja, Wyoming sind wir heute noch nicht gefahren. Wie gesagt, ich muss den Kapitän züchten. Oh,
Wyoming, ein Vierer. Was nehme ich denn dann für einen Vierer dazu? Warte mal, da will ich doch mal gucken. Oh ja. Nachdem jetzt mein Russe endlich 19 hat, könnte ich eigentlich auch die Free XP jetzt mal wieder auf den noch mit drauf klatschen. Das ist zwar jetzt fast ein bisschen unfair, aber... 6 von 8. 7 von 8. Jo. Passt schon. War das nicht irgendwo hier extra Kapitäns-EP? Genau. Gibt es hier nicht auch extra Kapitäns-EP? Genau. Oh, da kommen die ganz großen Geschütze jetzt. Hehe. Ja, genau. Ganz große Geschütze und dann hehe. Ach ja, Leute. Könnt auch mal wieder die Phoenix fahren. Eher fliegen, oder? Mhm. War das nicht fliegen? Ja, das war fliegen. Ich habe kein Glück mit Schiffe aussuchen. Das hatten wir schon Donnerstag. Immer wenn ich ausgesucht hat, hatten wir verloren. Oh, Bayern-Frankfurt 1:1. Oha, dann wird's jetzt spannend. Mhm. Bremen-Leipzig 1:0. Okay. Tja, Gladbach-Dortmund immer noch 0:1. Dann wird's jetzt spannend. Das 1:1 verändert alles. Hm. 51. Minute ist jetzt, ne? Also ist noch reichlich Zeit. Hm. Ich fahr zu B, ist klar, ne? Das finde ich immer so geil. Das finde ich immer so geil, wenn dann die DDs einfach irgendwie völlig sinnbefreit irgendwo hinfahren. Ja, vor allen Dingen das Schärfste ist ja, wenn dann noch drei Kreuzer mitfahren und dann ein DD auf drei Kreuzer und zwei DDs trifft und die anderen Caps kannst du einfach reinfahren. Wie oft habe ich schon A geholt, weil ich einfach reingefahren bin. Es ist, also manche Sachen sind schwer zu verstehen, wenn die man Erfahrung hat. Die Schiffe außenrum wegschießen und dann reinfahren und Cap ist gut. Also. Ah, Hunde wollt ihr ewig leben. Ich brauche einen frischen Kaffee. Hey, Timmy, still lurking. Nice to meet you. So, da ist die Hosho. Hauptmann kommt. Sweet Conny, moin! So, na, du willst die Ecke da. Dann. Ja, jetzt kommt er doch hier rüber, ätzend. Dann also doch hier hin. Mir doch egal. Spotte mich doch! Spotte mich doch. Ist mir doch egal, mein Lieber. So, dann können wir ja mal anfangen. Isjaslav fährt immer schön weiter geradeaus. Oh, ich halte nicht weit genug vor. Mist. Dann hat er wohl einen Boost gezündet. Jetzt dreht er auch noch ab. Scheiße. Jetzt hat er genau ein bisschen zu früh abgedreht. Weil eigentlich hätte ich ihn jetzt haben müssen. Na gut, dann lasse ich den mal dir und kümmere mich mal ein bisschen hier so um Karlsruhe und Orion. Cap haben wir. Gut, gut.
So, dann mache ich euch mal die Karlsruhe auf. Da ist sie. Ah, schade. Ja. Jetzt muss ich wieder 17 Sekunden warten. Das ist halt der gigantische Wyoming Reload. CV, ah, die Isaslav kommt wieder. Boah, sag, wie kann das sein, dass ich den nicht getroffen habe mit seiner Karlsruhe? Also manchmal, ne? Also das finde ich manchmal auch sehr, sehr eigenartig. Gerade bei der Karlsruhe. Man trifft da ganz merkwürdige Sachen. Oder man trifft halt auch gar nichts, ne? Also das ist ja schon... Also ganz komische Geschichte war das jetzt. Der hätte weg sein müssen eigentlich. Der mit der Orion scheint fix unterwegs zu sein. Oh, und da ist auch die Karlsruhe. Der ist mir wieder rausgedreht. Der fährt einfach gut mit der Karlsruhe. Könnte jetzt bloß das Problem bekommen, dass hier meine Torps schon laufen. Aber wenn er komplett abdreht, dann hat er das Problem nicht. Aber die Orion, die, wenn die jetzt abdreht... Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also wenn ihr mich hier nicht mehr braucht, gehe ich mal ein CV versenken. Naja, noch ist es schon... Ja, braucht ihr mich noch? Gut, dann bleibe ich noch ein bisschen bei euch. Noch ist da alles offen. Ich krieg den mit der Karlsruhe nicht raus, das ist das Problem. Okay. Ich will mal sehen, was ich da machen kann. Oh, Islaslav kommt. Den krieg ich. aber nicht raus. Oh nö. Jetzt werde ich einfach auch mal ein bisschen mitschießen hier. Unser Team hat die Führung übernommen. ...281 habe ich mir da gerade mal eingeschenkt. Wow. Ja, CV. Diesmal hätte ich ihn auch gehabt. Na, ist egal. Dann kannst du jetzt ein CV versenken gehen, wenn du möchtest. Okay. Jetzt sollten wir es in den Griff kriegen. Der macht auch gerade seinen ersten Fahrfehler. Ah, der hat zu mir gedreht, da musste er die aufmachen. War ganz gut. Ich habe ihm einfach mal ein paar Torps entgegengesetzt. Mal gucken. Wenn der da ins Cap will. Nö, der dreht komplett weg. Na dann. Der Kollege mit der Kaiser schießt HE, das ist. Ich habe 2244 Schaden. Ich habe auch erst 10.000. Ich sage, der macht mich wahnsinnig mit seiner Karlsbrille. So. Oha, jetzt kommen da Torps auch noch. Kommen nee, die hier. Geil. Wo kamen denn die Torps jetzt her? Haben die noch ein DD hier? So, ich habe ihn endlich. Nee, das können Karlsruhe-Torps gewesen sein, ne? 5 Kilometer hat der. Ja. Wenn er an dich ranfährt und die Torps abwirft und du hinterher fährst. Naja, ist ja egal. Ich hab's überlebt. Ah, die Hosho rennet, rettet, flüchtet. Anhalten, ey. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass ich komme. Hat er den jetzt zurückgezogen, um mich anzugreifen, oder fliegt er einfach nur zurück? Nee, der greift mich an. Also, mein Lieber, immer kriegst du mich aber auch nicht. Das war jetzt einmal. Ist aber auch gut, ne? So, hinterm CV hinterher torpen ist immer doof. Hilft ja nichts. Und tschüss, Kamerad. Und tschüss! Und jetzt kommt er hier mit. Oh, das ist.
unschön. Kommt jetzt die Isokase hoch. Jupp, der jagt unseren CV. Da ist er doch. Tja, ich komme nicht hin. Ne, ich auch nicht. Der steht, ja guck mal. Ich komm auch hin. Vielleicht kann ich ihn überraschen mit meinem Flieger hin. Hauptmann, ein Hauptmann, na dann. Hauptmann, mein Hauptmann. Oh. Ich glaube, der CV weiß sich zu wehren. Jo, wow, nicht schlecht. Und fordern komplett B. Okay. Wenn man bei meinem Super Top Speed sagen kann, fahren. Na, der ist auch gleich raus und dann sieht mich der andere nämlich nicht mehr. Ja, und jetzt schaut es doch ganz gut aus. So, wo ist denn dieser Hermes? Jo, schmeiß da mal ruhig was rein, das ist gut so. Oh, die Wickes kommt hier. Nur dann. Einmal habe ich ja schon eingeschenkt, aber. Nee, ich krieg nicht. Also bei mir dreht er raus. Ups. Ja, CV. Danke. So, ich kann mich jetzt nochmal hochheilen. Ich bin wieder fast voll. Manchmal da. Ist es schon ganz gut, wenn man mal eine Zeit lang Ruhe hat. Hab die Hermes gefunden. Oh, sehr schön. Wickes hat auch ihr Ende gefunden. Und oh, Hermes ist im Vollgasmodus unterwegs. Rennet, rettet, flüchtet sozusagen. Tja, Türen voll vorbeigesammelt. Schaut nicht so aus, als ob ich hier noch viel abkrieg. Irgendwie nicht so. Duma kriegt gleich was ab, denke ich mal. Schon die ganze Zeit. Ich stehe hier auch noch so blöd an der Insel. Ja. Na, Charleston. Jupp. Nix mehr, Charleston. Dachte ich mir doch. Nix mehr, Charleston. Charleston. Oh. Ich bin ja endlich in Reichweite. Die Tyrann kriegt jetzt auch ein Problem. Bei Kyre, was willst du denn jetzt? Was ist denn dringlich? Na, sehe ich da einen Rammen? Nee. Ja, hatte ich eigentlich vor. Guck mal, und. Doch nicht nötig. Hals, Hals. Mal, ich muss aufpassen, dass der DD mich nicht wegtoppt. Unser DD. Wo? Ja. Dafür hat er das Schlachtschiff erwischt. Und die Kawachi ist noch full HP. Yay. Yeah, den Damage hole ich mir. Komm her, Süßer, lass kuscheln. Ich brauche noch ein paar Sekunden. Flugzeugträger ist aber böse. Also wenn er dich noch killt, ist das sein Tod. So. Ich hoffe, der mit seiner Kawachi kann gut genug fahren, dass unsere ihn jetzt nicht killt. Ich will noch ein bisschen Schaden, ich habe erst 40.000. Drei Kills, 40.000, das ist doch für den Arsch. Na komm, hopp, komm raus da. Hopp, lass uns Spaß haben. Wir spielen ein Schießspiel. 96, 99. Na, krieg ich den Schaden? Nein, oh, ein Brand. 561 und Brand. Ah. Oh. So, Angie, es ist 7 vor 5. Wie schaut's aus bei dir?
Ja, ein Spiel. Warte mal, ich muss das mal abklären kurz. Ja, klär das mal ab. Erster, zweiter, vierter. No, ja, wer dann hat sich denn da das klär ich das mal mit. Mit den Spielen hier ab. Wir zwei spielen noch ein wenig, oder? Ja. Gut, weil dann hole ich mir nämlich mal schnell noch einen Kaffee. Gut, dann sage ich tschüss. Okay. Ja, viel Spaß. Ja, wir zwei hören uns später, denke ich mal, oder? Bevor du den Kaffee holst, 3-1 Bayern. Oh, Gott sei Dank. Aber auch 2-0 Dortmund. Ich hatte jetzt zwischendurch mal echt Schiss. Aber bei 3-1 Bayern, dann ist okay. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Also ja, bis später. Tschüss. Jo, tschüss. Am besten in der Meistertasse. Müsste ich meine Bayern-Tasse machen. Ach komm, jetzt wird mir hier ganz anders. Bis gleich. In der Meistertasse. Die Tasse des Meisters. Na, sowas. Tja. Na, das sind ja Ergebnisse. Freiburg 5-0 gegen Nürnberg. Wolfsburg 6-0 gegen Augsburg. Puh. Und Düsseldorf 2-0 gegen Hannover. Na gut, 65. Minute. Da geht noch was. So. Können wir hier wieder alles zurücksetzen und hier nochmal einen Blick riskieren. Boah. Ja. Auszuhalten. Tja, Isokase. Der erste DD, mit dem ich so richtig Spaß hatte, als ich angefangen habe. Wakatake war so, aber dann kam die Isokase. Und der Spaß begann. Tja, und dann kam irgendwann mal hier die Kamikaze R. Und das Ding ist ja wirklich mörderisch. Also auch echt OP. Aber wenn die anderen jetzt schon weg sind, bin ich auch ganz kurz einmal weg. Drücke euch einfach mal schnell eine kurze Pause rein und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, war ja nur eine kurze Pause, also bin ich wieder da. Ja, euch auch. Ah, du auch. Ich habe auch auf die Bayern-Tasse verzichtet, ich habe aber noch einen neuen Kaffee hingestellt, weil für den Schluck hat sich die Bayern-Tasse jetzt nicht rentiert. Ja, okay. Tja, mein Lieber, wo wollen wir weitermachen? Wo wollen wir weitermachen? Ja, such du mal was aus, Wyoming war mein Wunsch. Ja, ich hatte vorher den Niederlagenwunsch. Ich sag jetzt mal, es ist Wochenende. Lass uns auf die Jagd gehen. Guter Plan. Dann spiele ich eine Runde Hindenburg. Hindenburg-Yamato, das ist ja aber auch eine böse Kombi unter Umständen, ne? Unter Umständen? Hindenburg ist bei mir immer so eine Sache. Entweder ich gehe gleich raus oder ich mache richtig Schaden. Es ist immer wieder so ein Wabon-Spiel. Wenn du mit der ersten Salve Pech hast und gehst für die falschen Leute auf, dann war's das. Das ist einfach so. Ja. Jawohl, obwohl ich finde, die Hindenburg hat auch irgendwie panzerungstechnisch, Die kann schon was nehmen, so ist es nicht. Ich sehe hier gerade nochmal unsere Winrate. Unsere Winrate. Vom letzten Spiel. Unser Team hatte 41,39% und die anderen hatten 57,86%. Und wir haben gewonnen? Jo. Das haben wir doch gut gemacht als erster, zweiter und dritter. Der mit seiner Karlsruhe, der war richtig gut.
Winrate 66,67% bei 9 Gefechten, aber durchschnittliche XP 869. Für Tier 4 ist das schon richtig, richtig viel. Ja, ist ordentlich. Cool. Also ich finde das ja immer, wie gesagt, ganz interessant, so beim Stream mir die Statistiken mal anzugucken. Normalerweise, wenn ich jetzt selber spiele, alleine spiele, mache ich das nicht. Da würde ich nur wahnsinnig werden, glaube ich. Aber so finde ich einfach mal eine Zusatzinfo, ne? Okay. Ja, ich gucke mir natürlich, wenn ich alleine spiele, auch mal ein Profil an. Das tue ich schon. Wenn da irgendwelche Leute extrem gut oder extrem schlecht spielen oder extrem merkwürdig. Das ist ein spannendes MM, aber für mich als Kreuzer giftig. Oh. Ich soll 6-mal ein beliebiges Verbrauchsmaterial nutzen. Da gehe ich doch wieder dran kaputt. Das schaffe ich doch nicht. Mit der Yummy. Naja. Flieger starten, heilen. Naja, mal gucken. Oh, und ich soll mit der Hindenburg 2 Aufgeklärtbänder verdienen. Ja, das sind. Ja, wieso? Wir haben eine Kaba hier. Also insofern kannst du das durchaus schaffen. Hm. Oder fährt er mit der Kaba tatsächlich nach vorne zum Spotten? Tja, was willst du anderes machen in Lemming? Lass uns ruhig hier die Zweierlinie mal so ein bisschen aufräumen. Also jetzt nicht durchdrücken, aber so bis zur Insel. Hm. Und dann wächst Wave. Mhm. Oder weg, kiten vielmehr. Genau. Großen Kurfürst. Minotaur. Tja. Okay. Mit dem Flieger komme ich ran. 30 Kilometer sind das nur. Soll ich das mal ausprobieren? One Shot auf 30 Kilometer? Tja, warum nicht? Och. Du gehst auf und machst vielleicht wegen Licht für mich. Ja, genau. Wenn dann einer auf dich schießt. Nö, lass mal. Lass mich mal ruhig ein bisschen nach vorne. Ich nehme das auf mich. Ja, ja, passt schon so. Bin da schon ganz... Durchaus meine Taktik, dich vorzulassen. Ja, ich habe schon geahnt. Z52 und Kagero. Mhm. Also Kagero und Bismarck sind in einer Divi. Das heißt also, wenn wir die Bismarck sehen, wissen wir auch ziemlich genau, wo die Kagero ist. Und ich vermute mal, der wird hier drüben sein. Die Z52 ist... Bismarck schon. Oh, Bismarck ohne Tarnung, ehrlich. Und ich habe AP drin, das wollte ich jetzt nicht. So, ich gehe jetzt hier nicht auf. Ich habe geschossen und gehe nicht auf. Oh, dann bleibe ich doch auf dem Kurs. Dreht er ein? Ja, dreht ein. Schade, nur 6000. Aber in 12 Sekunden darf ich nochmal. Wieso? Jetzt habe ich nochmal auf AP geladen. Ich bin drauf. Und der dreht raus. Er dreht raus. Bismarck. 16 Kilometer. Ich bin immer noch nicht aufgegangen. Oh, Bismarck. Ich bin offen. 3 zielen auf mich. Oh, Bismarck. Das waren jetzt 20.000. Und da kommt diese Hindenburg. So. Och, da ist die Bismarck wieder. Die arme Sau. Ich komme aber nicht mehr ran. Ich schon. Einen kleinen Gruß gebe ich ihm noch mit. So, jetzt hat mich hier ein Flieger gespottet. Und jetzt zielen hier auch 2 auf mich. Pass auf, ich starte jetzt mal meinen Flieger. Vielleicht mache ich dann hier mal und ich werde mal so ein bisschen hier schon drehen. Also sei vorsichtig, ich kann hier gleich mal hier vor den Bug fahren. Denn, also ich werde hier definitiv nicht einfach rausfahren. Da, wenn hier auch ein DD sein kann. Brand auf die Massachusetts. ...1897 auf die Hindenburg. Zweiter Brand auf die Massachusetts. Schön, dass er den ersten gelöscht hatte. Brand auf die Hindenburg. Ich sag nur Legendary Module. Hindenburg. Wow, vorbeigeschossen.
ich sagen, Legendary Module. Ich habe ihm irgendwas habe ich ihm gerade zerstört. Ja, ich finde das blöd, so ohne, also mit Flieger, ne? Ist das immer. Ja, mit Flieger ist blöd. Der wird natürlich jetzt auch immer schneller. Ich vermute mal, ich werde nicht weit genug vorgehalten haben. Zweiter Versuch. Jetzt dreht er komplett in die andere Richtung. Das ist doch ätzend. Na guck mal, ganz was anderes. Auch er brennt. Dann hat sich das ja erledigt. Und Bismarck fährt rückwärts. Oh, da ist noch eine Massachusetts. Der hat ganz gut gebrannt. Den, also ich hab schon den hätte ich mir jetzt auch gerne zur Brust genommen. Hätte einen Moment früher gucken sollen. Ein Abpraller auf die Bismarck, hallo? Oh, Massachusetts ist ja noch da. Hat scheinbar auch einen Motorschaden. Oh, der brennt auch runter, oder? Naja, man weiß es nicht. Also lassen wir den mal nach vorne rutschen. Okay, Torpedos. Könnten noch Hindenburg-Torpedos sein, oder? Könnten. Weil er hat ja auch nur 6 Kilometer. Ah, was? 1480 auf die Massachusetts. Auf eine breitseitige Massachusetts. Ja, und du? Wollen wir hier weiter hochdrücken? Das macht eigentlich wenig Sinn, diese eine Bismarck da zu jagen. Ja, aber direkt ins Cap fahren. Macht doch Sinn. Ja, also ich. Oh, da ist die Cagero. Ich wusste doch, hier ist ein Divi. Ja, das ist nochmal die Divi, ne? Ich hätte aber nicht gedacht, dass der mit der Cagero so nah an der Bismarck ist. Was ja wirklich eher. Ist extrem optimal als Spotter. Suboptimal ist, ja, genau. Kein Wunder, dass die Bismarck so in uns reingefahren ist, wenn der Spotter so nah war. Vor allem ist er ja so weit von uns weg, dass er uns eigentlich gar nichts schaden kann. Nee, genau. Der ist sowas von unnütz da. Cagero. Naja, gut. 19.700 Durchschnittsschaden. Allerdings schieße ich auch gerade nur Luftlöcher. Bin auch nicht so richtig glücklich hier mit meinen 45.000. Aber ich finde, wir drücken jetzt mal so ein bisschen Richtung D, ne? Wollen wir das? Ja, irgendwo müssen wir uns mal ein bisschen Streit suchen. Jo. Die sind ja alle relativ weit weg da. Dem Moin, 27 Kilometer. Fährt weg. Kriegt aber auch gleich gerade richtig Haue. Meino, 22 Kilometer. Na, du. Genau, der nebelt sich da. Rutscht ein Stückchen nach vorne. Meine Salve ist raus. Unterwegs. Und eine Zita auf die Meino. Nicht schlecht. Ja, auf die Entfernung finde ich das dann auch immer nett. Ja, und ach, er fährt rückwärts, okay. Kann man ja grob sehen, aber der fährt auch nicht die ganze Zeit hier rückwärts, oder? Doch, jetzt gibt er richtig Gas. Na dann, musst du das tun. Dann musst du das tun. 1480, weil er in dem Moment wieder angefahren ist. Das ist so ätzend. Ich will diese 1480er nicht mehr. Oha. Und ich krieg den Kill? Haha, nice! Ich habe die Karga gerade gesehen. Na. Bismarck. Einmal Bismarck, immer Bismarck. 23 Kilometer. Gero und der Drucksitz, wo unser Friedrich vielleicht hinfährt, ja, würde mich interessieren. Wo sucht der sich jetzt Streit? Oh, ich habe die Kagero getroffen.
Wo will unser Friedrich jetzt hin? Als Tier 9 Schlachtschiff. Wo will der hin? Der hat doch schon halb HP verloren. Da musst du doch Verständnis für haben. Der muss doch jetzt weg. So, seine Kagero haben wir der Bismarck schon mal abgenommen. Ja, und schon rennt er. Der rennt doch schon die ganze Zeit. Na? Na? Oh! Eine Zehntelsekunde vor meinem Einschlag. Da haben wir noch einen Kurfürst, der ist dahinter. So, Jean Bart. Gucken. Ich sehe den noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hinter D. Irgendwie nicht so meine Runde. Geht voll an mir vorbei. Damage-mäßig. 62.000, hallo? Das ist ja nun. Die habe ich noch bei Weiben nicht. Ja, aber ich meine, für eine Yami. Hallo, eine Hindenburg ist auch 200.000 das Schiff. Oh, wir haben unsere Henri verloren. Mit anderen Worten, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Yay, 2.400 auf die Jean Bart. Ja, und ich habe meinen nächsten Kill, also von daher. Du hast ihn abgestaubt. Na, schönen Dank. So, oh. Kurfürst zeigt Breitseite. Schießt du auf mich oder was? Nein, auf die Amagi schießt er. Trifft mich nur. Siehst du? Aber ich treffe dich auch. 28.383 auf den Kurfürsten. Oh, Hindenburg will mich hier anstecken. Dann nehme ich mir den anderen Kurfürsten. Einmal Kurfürst, immer Kurfürst. Na, Kurfürstchen, du drehst rein, ne? Ja, 2,6, ja, na toll. Brennt. Ja, jetzt kriegt er noch Torps, jetzt geht er runter. Jo, wird mein Kill. Nö. Doch. Doch. So, und ich will noch ein bisschen Damage haben. Ich gebe mir nochmal den. Ich habe 3 Kills mit 52.000. Das ist auf Tier 10. Das ist ja lustig. Ey. Komm, nimm mir noch ein bisschen was ab. Das, oh Mann, ey. Das bringt doch ein paar Gutschriften. Oh, das waren nochmal 25,4 auf den Kurfürst. Also diese Keulen von der Yamato auf dem breitseitigen Kurfürst. Kurfürst brennt. Ich brauche nicht mehr schießen. 998.000. Ja, 60.000. Das ist jetzt nicht die Welt, aber war eine schöne Runde. Der Kurfürst hat mich gerettet. Ich habe 120.000 jetzt noch gemacht. Ja. Hätte ich auch genommen, aber ich nehme auch 60.000 und 3 Kills. Ja. Und daher. Alter Absnacker. Und also siehst du, benutzen sie mindestens 6-mal ein beliebiges Verbrauchsmaterial. Bin gescheitert. Tja, und ich bin. Ich musste aber auch nicht einmal reparieren. Ich musste gar nichts. Ja, ich auch nicht. Also das war für mich einfach wirklich nur entspanntes Hinterherfahren und Schießen. Das Problem ist bloß, ich habe den mit der Bismarck ewig nicht getroffen. Ja, aber trotzdem Dritter. Das passt ja noch. Alles gut. Oh, Bayern-Frankfurt. 3-4. Nicht wahr. Nein, 5-1. Oh, du Arsch! Weißt du, ich hab gerade das Handy gegeiert. Ich traue der Mannschaft diese Saison alles zu, aber 5-1 ist natürlich geil für die Leute im Stadion. Ja, Logo. 5-1, nachher gibt's die Schale. Dann macht auch die Meisterschaftsfeier ein bisschen mehr Spaß. Und jo. Dortmund aber immer noch 2-0 in Gladbach. Freiburg 5-1 gegen Nürnberg. Wolfsburg 6-1 gegen Augsburg. Düsseldorf 2-1 gegen Hannover. Bremen immer noch 1-0 gegen Leipzig. Bedeutet das für Bremen, dass sie doch noch international spielen? Weiß ich gar nicht. Schalke, Stuttgart 0-0. Und Hertha, Leverkusen 1-4. Das heißt, Leverkusen will wohl Champions League spielen, ne? Jo. Hoffenheim gewinnt in Mainz. So sieht's aus. 2-1 steht's jetzt. Mal gucken. So, ich habe ausgesucht. Jetzt darfst du. Du hast ausgesucht. Das ja, scheiße, ne? Moment. Tja, was nehme ich denn?
weiß gerade gar nicht. Nehme er, was er möchte. Nehme er, was er möchte. Was möchte er denn? Ah, das ist auch immer so ein Schiff, das bei der Zita-Party zu kurz kommt. Ein Fünfer. Ein Fünfer? Mhm. Ja, da weiß ja, was ich nehme. Kommt bei der Zita-Party immer zu kurz, weil man es auch mit HE spielt. Dann nehme ich eine AP-Takao dazu, um dich als Fünfer ein bisschen stark zu machen. Nimmst du einen Achter dazu? Ja, genau. Oh, gut. Genau. Ich glaube wirklich... Darfst du ja gerne als nächstes raussuchen. Ich glaube wirklich, dass es Spieler gibt, die das so denken und sagen, hey, du hast einen Vierer. Oh, super, pass auf, ich nehme einen Fünfer, dann sind wir stärker. Und dann landen sie dann im Siebener-Match. Genau, und der Vierer sagt, ey, was soll ich denn hier? Hilfe! Ja, ja, das ist eben genau das Problem. Genau dieser Wechsel eben auch zwischen 4 und 5, wo du plötzlich dann zwei Tierstufen hast. Mhm. Und wenn du eben noch nicht richtig verstanden hast, wie es funktioniert, dann, tja, dumm gelaufen, ne? Kamikaze, Iron Duke, ne? Das ist ja eigentlich eine gute Mischung. Ja, passt. Eishockey, WM, wie sieht's da eigentlich aus? Guckst du da mal rein? Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war, dass wir die ersten 4 Spiele gewonnen hatten oder so. Und dann kamen aber jetzt noch die 3 Spiele gegen die richtigen Gegner. Also so richtig verfolgen tue ich es nicht. Ja. Ja, früher habe ich ja auch deutlich mehr geguckt. Also ich muss sagen, der Hang zum Sport ist bei mir irgendwie so ein bisschen stecken geblieben. Ein bisschen am PC hängen geblieben bei mir. Ja, mehr oder weniger. Teilweise so. Beruflich, teilweise dann eben auch hier, ne? Spaß haben. Jo. Ich hätte mir das Spiel heute sowieso nicht angeguckt, weil ich bin da generell der Pechbringer. Wenn ich mir solche entscheidenden Spiele angucke, dann verlieren wir immer. Ja, Mensch, dann wäre es doch genau richtig gewesen. Noch schlimmer ist, wenn ich im Stadion bin. Also ich war, das letzte Mal, als ich im Stadion war, war das unsägliche 1:1 gegen Augsburg. Und das vorletzte Mal die 2-0-Niederlage gegen Gladbach, als sich Robben so schwer verletzt hat. Also deswegen, ich muss nicht mehr ins Stadion. Doch, du musst ins Stadion. Tu es für Fußball Deutschland. Ja, nee, ist klar. Nee, das ist immer so eine wüste Sauferei. Also mit den Jungs, wenn man unterwegs ist, ich sag dir nichts. Wie? Ich denke, es geht um Fußball. Das hat nichts mit Saufen zu tun. Wir fahren da ja immer mit dem Bus, das ist ja der Fanclub. Wir haben ein eigenes Fanclub-Bier, also mit Emblem und allem drum und dran. Alter Schwede. Da geht's schon im Bus los, dass da 10 Kästen gesoffen werden, bis wir überhaupt erstmal in Nürnberg sind. Ohne Worte. Oh, wie schön, der CV ist drüben auf der anderen Seite. Das Problem ist halt immer die Heimfahrt, weißt du, runterwärts gibt es alles noch, da ist das alles richtig entspannt, aber wenn sie dann plötzlich alle der Meinung sind, sie müssen auf der Heimfahrt 10-mal pissen und du hast ein Klo im Bus und dann noch die ersten, die ausfällig werden, weil sie mal wieder ein Bier zu viel geschnabuliert haben, das ist immer so eine Sache, das tue ich mir 1-2 Mal im Jahr, tue ich mir das an, da ist es ganz witzig. Was ich demnächst machen werde, ich werde einmal mit meiner Frau gehen, alleine, einfach nur damit die auch mal das Stadion sieht, weil die war da noch nicht. Und ansonsten, wenn es sich ergibt, wenn mal eine Karte übrig ist, freue ich mich. Die haben ja hier alle Jahreskarten bei uns im Verein. Na, Kraftspiel, komm, noch ein Stück. Put. So, jetzt drehen wir ein bisschen nach innen oder wo fahren wir hin? Okay. Also sollte der einfach nur geradeaus fahren? Ich habe gerade schon umgeschalten auf AP. Aber nö, tut er nicht. Hat jetzt schon eingelenkt. Wahrscheinlich, weil ihr alle aufgeschaltet habt. Das waren 5-9 mit HE. Wenn das AP gewesen wäre, wäre er weg. Da wäre er jetzt über den Jordan gegangen. Ich denke, der wollte hier einfach nur reintorpen. Das Problem ist einfach, er hat 8 Kilometer Torps und dreht 8,5 Kilometer vor mir ab. Mhm. Da lächle ich dann eben einfach mal über die Torps, ne? Mal schauen, ob er darüber auch noch lächelt. Ich glaube, darüber lächelt er nicht, weil der fährt stur geradeaus. Jo, da gab es mal eins auf die Zita. Oh. Auch ein Brite kann AP. So. Das Füßöchen ist auch sehr, sehr geradeauslastig, würde ich jetzt sagen. Tja, lass den mal bitte in Ruhe. Wenn die Spee so weiterfährt, ist die Spee weg. Ja, mein erstes Ziel ist Spee. Also, gut. Nochmal eine Zita auf die Spee.
Weil ich kann jetzt hier so von der Fuso mal ein bisschen... Ach, jetzt dreht er ein, ne? Oder? Bremst er ab? Ja. Ich glaube ja. Oder auch nicht. Okay, mein Freund wendet. Der wendet komplett, so wie ich die Art Spieler kenne, oder? Fuso könnte auf jeden Fall... Ne, der hat einmal abgebremst. Der hat sich da echt rausgebremst, der Sack. Macht aber nur einmal mit mir. Ich habe ihm mal einen Turm weggeschossen. Viel Schaden gab es nicht, aber einen Turm tot. So, mein Freund mit deiner Spee. Was machst du da? Du interessierst mich jetzt erstmal nicht mehr, würde ich sagen. Pensacola, du wirst frech. Podwojski kommt von der Seite, siehst du das? Nee, das sehe ich nicht. Da kommt er. So, und ich denke, der Fuso 1, 2, 3 kriegt er vielleicht. Jo. Wassereinbruch. Torps kriegt er jetzt auch noch. Also, der ist raus. Ist ziemlich egal, was er macht. Hat auch Flooding. Ja. Ja. Sorry. Alter Absnacker. So, die Podwojski war hier auch schon dran. Ja, aber der hat mir einmal eine eingeschenkt. Das ist das Problem, wenn du mit der Fuso einmal eine kriegst. Ja. Ich wollte ihn nicht nochmal schießen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ja, alles gut. Gehen wir jetzt ein bisschen Kreuzer jagen, oder? Ja, Kreuzer ärgern? 6.500. Graf Spee ist wieder da. Jo. Ich muss erstmal aus dem Rand raus. Also nächste Salve von mir geht auf die Podwojski. Ich habe auch HE geladen. Okay. Graf Spee hat Vollgasmodus. Und da ist die Podwojski. Podwojski hat mich verarscht. Drei zielen sofort auf mich, okay. Und ich habe noch eine Minute, bis ich meinen Nebel habe. Und meine Torps habe ich auch gerade abgesetzt. Na, ich bin gleich an der Podwojski dran. 3 Sekunden. Ja, Podwojski hat Ausfall, also der muss jetzt im Moment gerade ausfahren. Und stehen. Jo, brennt. 2 Treffer. 3000 sowas. Ich habe auch nochmal einen Durchschlag auf ihn. Und ich habe auch gleich meinen Torp soweit. Der schießt auf mich, die Sau. Nochmal auf AP wechseln für meinen Freund mit seiner Spee. Wieder 3-9 und ein Brand. Okay. Nur die Podwojski, die macht mir hier richtig zu schaffen. Mit ein bisschen Glück nicht mehr lange. Wo schießt er denn, der Sack? Da schießt er, okay. Die Spee habe ich. Boah, der bleibt am Leben. Ey, guck dir das an, 508. 508 bleiben da übrig, das ist ein Witz. Und ich komme nicht ran. 874 hat er. Da, ja. Podwojski! Alte Säule. Scheiße, ich hab den nicht getroffen mit der Podwojski und hab dafür die Seile verschenkt. Er fährt jetzt aber vorwärts. Und da vorne warten meine Torps auf ihn. Und er kommt aber durch, oder? Ja. Kommt er wirklich durch? Ah, der hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Das ärgert mich jetzt. Die Spee lebt noch. Oh, ist das ärgerlich.
So, ich muss mal kurz gucken. Meine Frau hat gerade reingeguckt. Vielleicht muss ich irgendwas reintragen oder so. Ich bin gleich wieder da. So. Hier kommt jetzt einiges. Ja. Keine Chance, keine Chance. Tja, der mit der Pensa wird wohl seinen Hydro angehabt haben, denke ich mal. Aber auch das, ne? Also mal ehrlich, was machen die da? Wen bekämpfen die da? Die Inseln? Hauptsache Inseln suchen, Hauptsache Inseln. Also. Ja, ich sehe es gerade. Ich fahre gerade bei der Dallas mit was. Ja, guck dir das an, wo die da rumstehen. Der Unglaublich. RO. Ich sag das, wie es ist. Das ist. Bei manchen liest du das Clan-Tag und du weißt genau, was da kommt. RO. Ja. Ich habe noch nie einen guten Spieler gesehen. So, ich bin übrigens wieder da. Guck ich kann mal. Oh, der mit der Dallas hat aber immerhin 37 Gefechte und eine Winrate von 54%. Tja. Gewusst wie? Tja. Siehst du ja, hier, rückwärts fahren an der Insel. Also ich habe die Podwojski noch rausgekriegt. Aber ja. Und die Spee habe ich auch noch rausgenommen. Aber die Pensa. Ja, die verzocken das jetzt, gekriegt. Weil jetzt verlieren wir das dritte Camp auch noch. Tja. Es geht noch 10 Minuten, das verlieren wir. Jo, was macht die Nürnberg hier? Nürnberg fährt rückwärts und schießt auf die Kongo, okay. Ja, Kongo hat die Fuße rausgenommen. Jo. So, jetzt merkt der mit der Nürnberg vielleicht, dass die Pensa da ist, aber nö, das interessiert ihn auch gar nicht. Nürnberg, ernsthaft. Kongo hat die Dünker rausgenommen. Ja, wir verlieren das. Bin mir da sehr sicher. Ja, vor allen Dingen, weil der jetzt auch mit der Nürnberg, guck mal, der mit der Pensa fährt wirklich breitseitig zu ihm. Und jetzt kriegt er einen von der Kongo und ist weg. Oh, hat er aber Schwein gehabt. Oh ja, jetzt versucht das tatsächlich mit AP. Das ist sehr gut. Ja, die Dallas sollte die Kongo haben. Jo. Boah, nee. Naja, doch. Oh ja, jetzt versucht er hinterher zu torpen. Klar, auf dem Pensa, die 4,5 Kilometer weg ist, schicke ich jetzt 6 Kilometer Torps. Das funktioniert. Das könnte doch sein, dass der den Rückwärtsboost reinhaut. Ja, das könnte funktionieren, wenn der wirklich sagt, okay, ich halte jetzt hier mal an. Aber sehe ich nicht so wirklich. Tja, und der mit seiner Texas. Der ist full HP und steht da die ganze Zeit und macht nichts. Der hat noch nicht ein HP verloren. Tja, wegen solchen verlierst du dann das Spiel. Ja. So, jetzt zeigt die Nürnberg hier breit und kriegt einmal AP in die Seite und ist weg. Nö, kriegt HE. Oh ja, versucht nochmal hinterher zu torpen. Nein! Auf 5,7 auf dem wegfahrenden Schiff.
Oh Junge, wie schlecht bist du denn? Also, es ist, ja, es ist dumm. Es ist einfach schlichtweg dumm. Die Leute wissen nicht, was sie mit ihrem Schiff können oder nicht können. Und die Überlegung, also das ist jetzt tatsächlich, ich sag mal, fehlende Intelligenz. Das hat mit Spielen ja nichts zu tun. Wenn ich 6 Kilometer Torps habe und mein Ziel ist 5,9 Kilometer entfernt und fährt von mir weg, dann muss ich wissen, dass ich das nicht treffen kann. Nennt sich Dreisatz, rechnet man, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse. Geht nicht. Diese also, Texas geht gar nicht. Nein. Also diese Texas, das geht gar nicht. Was bist denn du für einer? Das ist eine Frechheit. Das ist wahrscheinlich einer von den Spielern, ich gucke jetzt gerade mal. Ach du Scheiße. Der hat schon 35 Gefechte mit der Texas. Ja, die Insel ist tot. 0,0% Winrate, oder? Nee. Der hat immer gute Mitspieler gehabt. Der hat immerhin 45,71. Durchschnittlichen Damage 28.000 mit der Texas. Gott! Das ist ja der Hammer! So. Ey, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ey, das ist eine Kongo auf 10 Kilometer mit einer Texas, verdammt! Und wir gewinnen das Spiel, wenn Nein, er der schießt ja immer nur, der schießt ja nur immer gegen die Insel. Ich frage ihn mal. Scheiß Captain Luke. Wir verlieren wegen dem Idioten. Ja. Ah, oh, ist gleich weg. Ja. Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Und die Kongo kann schön auf die Ryoho hier schießen. Also, das ist ja geil, ehrlich. Also mal. Der ist wirklich bescheuert. Also, der kriegt von mir jetzt definitiv ein Spiel schlecht. Der hat das von mir eben auch gekriegt. Also. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir hätten das noch gewinnen können. Jetzt ist es rum. Pass auf, jetzt fährt er gegen die nächste Insel. Ja, klar. Klar. Tja, jetzt hilft's nichts mehr. Zurücksetzen hättest du müssen. Es war doch so klar. Es war doch das so ist klar. Ja, also das ist ja schon fast Sitcom hier. Das ist Unterhaltung. Das 15 ist hat die Kongo noch. Komm, Kongo, nimm ihn mit einer Deto raus. Das wäre jetzt geil. Mit 15 von vorne auf die Texas Deto. Ich würde mich bepissen vor Lachen, glaube ich. Guck mal, da darf der nochmal richtig und nimmt ihm auch nochmal richtig was ab. Also. Was ist denn das für ein Honk? Er fährt ja auch nicht nach vorne. Nee. Der lässt jetzt die Kongo in Sicherheit fahren. Ja, schießt vorbei. Der fährt wieder auf die Insel. Ja? Ey, Alter, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und vor allem ist das ein Mongo? Ey, das gibt's doch gar nicht. Die Kongo darf sich hochheilen. Ja, ja. So, und jetzt hau dem die Kongo einen in die Seite und nimm den klar, raus. Klar, die Kongo versenkt den. Ja, guck mal, der hat ja auch seine Waffen immer noch nicht gedreht. Geil. Also, unfassbar. Oh, unfassbar. Ja, komm, lass Auerbacher, moin. Ich bin schockiert, dass das hier rausgeht. Also.
Ich gehe mal fragen, wie lange das Essen noch dauert. Ja, schnell. Warte, ich aktualisiere mal die Spielstände, dann kann ich dir sagen, ob ihr Meister geworden seid oder nicht. Deutscher Meister werden wir schon sein bei 5-1. Ja, ich vermute das auch mal. Ich bin gleich wieder da. Alter Schwede. Ehrlich, so einen schlechten Spieler habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wow, da sind aber Ergebnisse dabei. Ne? Also für die, die es interessiert, könnt ihr zuhören. Für die, die es nicht interessiert, einfach jetzt die Augen und Ohren zu. Bayern, Frankfurt 5-1. Schalke, Stuttgart 0-0. Gladbach, Dortmund 0-2. Hertha, Leverkusen 1-5. Bremen, Leipzig 2-1. Freiburg, Nürnberg 5-1. Mainz, Hoffenheim 4-2. Da stand es eben noch 1-2. Dortmund, Augsburg 8-1. Wolfsburg, Augsburg 8-1. Und Düsseldorf, Hannover 2-1. Da hat Hoffenheim das vermutlich noch vergeigt, oder? Also, da in der 85. Minute standst du noch 1-2. Ja, Hoffenheim als Neunter sind sie jetzt raus. Eintracht ist sogar noch Siebter. Bremen hat es nicht ganz geschafft. Na gut. Wolfsburg hat sich da hochgeschossen dann auf Platz 6 jetzt. Und Leverkusen hat es wirklich noch geschafft, in die Champions League zu kommen. Tja, und Gladbach, Fünfter, aus der Champions League raus. Europa. Eins darf ich noch, um 6 gibt's Essen. Okay. Also ich habe dir gerade mal die Ergebnisse vorgelesen. Ja. Und war jetzt gerade bei der Tabelle, weil wir haben da sehr erstaunliche Ergebnisse. Also Hoffenheim hat ja 2-1 geführt. Ach du Scheiße. Ja, ich seh's grad. 85. Haben 4-2 verloren. Was ist das denn? 8-1? Ja. Wolfsburg ist... Freiburg, Nürnberg 5-1? Leverkusen, ja. Hertha 5-1? Was ging hier ab? Ja, ja. Wie viele Tore sind denn das? Die 6, haben da nochmal richtig Gas gegeben. 9, 14, 17... 23, 26, 27, 32, 40, 41 Tore und das, obwohl ein 0-0 dabei ist. Mhm. What the fuck? Tja, schon spannend. Dass Leverkusen noch den vierten Platz erreicht, finde ich phänomenal. Nach dem Saisonstart einfach unglaublich. Dass es Gladbach vergeigt, finde ich extrem heftig. Ja. Und wenn Bayern und Leipzig im Pokalfinale sind, ist Wolfsburg nächstes Jahr international dabei. Ist ja unglaublich. Frankfurt, meinst du? Wolfsburg ja sowieso, oder? Ach stimmt, Wolfsburg ist Sechster, du hast recht. Ja. Wolfsburg ist sowieso dabei. Ja, Frankfurt hat. Hut ab, haben die Wolfsburger die Kurve wieder gekriegt. Ja, Alter, wenn wir noch eins spielen wollen, müssen wir uns beeilen, oder? Wir lassen es bleiben. Fertig. Azuma? Ja. Okay. Wenn ich sie dann von Black Omega geschenkt bekomme, dann muss ich sie ja auch wenigstens ab und zu mal spielen, ne? Ja, gut. Ich bleib bei meiner Misty. Ja, Misty ist auch nicht schlecht. Ja, doch, das war damals ein cooles Schiff noch für 750.000 FreeXP, aber hier eine Million für eine Alaska, ne. Nö, ich denke auch. Also ich bin immer... Dann nimmst du mir lieber auf. Ich komme immer mehr dazu zu sagen, weißt du was, ich kaufe mir die 9er und 10er, spare mir das Hochgespiele und kauf mich einfach hoch. Ich will mich nicht hoch sterben, ich will mich hoch kaufen. Genau. Und dann kann ich auch... Ich habe auch 876.000 FreeXP. Ich heb dir auch auf. Entweder es kommt ein geiles Schiff oder ich push die Russenschlachtschiffe. Ja, kann man natürlich auch machen, aber... Weil ansonsten habe ich alle Zweige so weit, wie ich sie haben will. Bin ja doch schon ein bisschen weiter wie du. Das stimmt. Ja, weil ich einfach auch viel mehr Premium gespielt habe, ne? Also du hast ja wirklich die Zweige... hochgebracht und ich habe dann immer so die Spiele oder die Schiffe gespielt, mit denen ich Spaß hatte. Ich glaube, mit meiner Fletcher habe ich 900 Gefechte oder sowas. Weil ich da auch ja nicht mal mit der Tirpitz und mit der Tirpitz habe ich die meisten Gefechte. Unglaublich. Dem ist ja auch einiges von meiner schlechten Winrate am Anfang geschuldet, weil ich habe ja auch die DDs durchgezogen, auch wenn ich ein scheiß DD-Fahrer bin. War mit Sicherheit ein Fehler, aber ist egal, ich habe es ausgefügelt. So. Alles gut. So, Meer des Glücks hatten wir heute noch nicht. Und CV-Mangel. Yay! Ja, ich drifte mal Richtung C. Yep, bin dabei. Ich hab keinen Auftrag.
Also nehme ich mal AP rein. Ne, ich glaube, ich nehme am Anfang noch HE rein. Für den Fall, dass da jetzt gleich mal ein DD aufgeht. Defensives Flakfeuer ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Schade, Ali. Aber, na mal gucken. So. Azuma. Tja, Abschlussspiel, dann kann ich mich langsam auf das Plage ein. Was? Das war jetzt nicht zu Ja, verstehen. ich sag Abschlussspiel, dann kann ich mich langsam aber sicher auf die Rattenplage einstellen. Ah ja. Ja, Weil bei gut. mir gibt's heute Das. wieder A Plague Tale, die Nein, Pestgeschichte. bei mir gibt es heute was anderes. Ich weiß noch nicht was, vielleicht einen Krustenbraten, aber. Bei mir gibt's Schupfnudeln, Schupfnudeln, Alter, Schupfnudeln, guck dir Schupfnudeln, die so Gearing geil. an. Yay! Sucht Schutz in der Schatten der Insel. Yay! Was für Spieler. Ich freue mich tierisch. Bei mir gibt es jetzt Schupfnudeln. Schupfnudeln. Jo, mit Käse und Speck. Könnte ich mir ja eigentlich sowas wie ein Cordon Bleu Morgens. mal machen. Morgen gibt es selbstgemachte Pizza, da freue ich mich auch. Vielleicht könnte ich mir den Cordon Bleu ja mal aus dem Krustenbraten machen. Cordon Bleu aus dem großen Braten. Ja, Ja. warum nicht? Warum nicht? Schöne Ist ja. Tasche reinschneiden und dann ke Ja, ordentlich genau. Käse rein, Käse und ordentlich Schinken rein in den Schinken rein Krustenbraten. und dann gib Gummi. Ja, Logo, das ist doch mal eine Hausnummer. Ab in den Ofen, ja, da kann man was draus machen. Ofen? Schön auf dem Grill. Oh, noch besser. Oh, okay. Ich weiß genau, wo er ist. Da ist er. Da zielen zwei auf mich. Und das eine ist der Kurfürst. Hilfe! Ich muss mich drehen. So, das waren mal 8,5 auf die Z. Weil ich das, glaube ich, ganz gut eingeschätzt habe, was der macht. Ja. Ja, der brennt runter. Der ist Ja, sehr schön, sehr raus. schön. Tja, Gearing. Give me a target and I will hit it, my friend. Nur zum Glück sind wir hier nur zu dritt. Jojo. Ey, das ist doch. Mal ernsthaft. Das ist doch nicht euer Ernst. Guckt mal, wo die Unglaublich. Schiffe sind, ihr Pfeifen. Ja, ich drehe, ne? Weil sonst bin ich gleich Fischfutter. Ja, unbedingt. Der Dieselheizer fährt auch nicht schlecht. Aber UN1, naja, ne? Oh, let me go. Lass mich weg hier. Nein, Oh, oh, aua, au! oh, oh. So, Dieselheizer 5000. Warum? Hier muss irgendwo noch was sein. Sei vorsichtig. Ich muss hier weg. Ich. Nein, ich bin entdeckt. Also. Ach, du bist entdeckt. Ja. Okay. Ja, ich bin gleich tot. Ja, genau. Torpedos auf Backbord. Okay. Ja, ich bin echt gleich tot. Also. Ich werd hier nicht mehr alt. Ja, dann hau erstmal ab und schieß nicht mehr. Versuch einfach hochzuheilen. Ich bin dauergespottet, ich weiß nicht warum. Na, dann ist er hier irgendwo. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ich habe leider kein Radar. Kann ihn nicht aufmachen. Mich am Arsch, ey, haben die mir jetzt eingeheizt. Ich habe 19.000 Schaden und bin fast weg, ey. Ja, gut, da waren drei Schlachtschiffe, eine Azuma und
offensichtlich ja auch ein DD. So, und unser Gearing kriegt jetzt Torps von der Seite und ist gleich weg. Ich bin immer noch offen. Schau, wo ich bin. Ich bin immer noch offen. Ja, der ist. Der muss irgendwo hier sein. Ja, guck mal, da, ne? Sag ich doch, der kriegt Torps und ist weg. Pfeife. Ja, also mit der Gearing, der war von Anfang an ja schon zu sehen, dass der einfach nicht besonders. Ich dauer gespottet und blind auch noch. Tja, ich kann hier auch nur zum Teil spotten, ne? Also, so, ich bin jetzt nicht mehr gespottet. Ich bin's immer noch. Und gerade wenn ich ziehe, ist er aber nicht in der Nähe. Ja, okay. Das Lustige ist, dass wir die da hinten so lange beschäftigt haben, dass wir jetzt wirklich drei Caps haben. Jetzt ist er im Cap. Ja, der Kurfürst ist im Cap. Stimmt. Gucken, ob ich den mal anzünden kann. Da hinter uns ist die Azuma noch. Ich sehe ihn nicht. Da, ich sehe ihn doch. Gucken, dass ich das Captain nochmal zurücksetze. Und er zielt jetzt garantiert auf mich. Jo. So, Captain ist zurückgesetzt und er brennt. Und hat gelöscht. Schau da einfach mal hin. Wenn ich ihn treffe und er brennt, hat er ein Problem. Auf mich zielen schon wieder zwei. Ich weiß nicht, was das für ein DD ist oder wo der ist oder. Keine Ahnung. Die haben ja nur noch eins. Das eine könnte hier die Azuma sein. Ja, und wir haben hier noch eine Shimakaze. Die Azuma ist 20 Kilometer von mir weg. Ja, dass der dich nicht spotten kann, ist klar, aber. Ich bin gespottet und auf mich zielen drei. Keine Ahnung. Es kann eigentlich nur die Shima sein, die mich offen hält. Jetzt bin ich so weit wegfahren und ich gehe einfach nicht zu. Der hält mich dauer offen. So ätzend. Da kommen seine Torps. Die sind jetzt nicht für mich. Oh, und der Alsass ist auch reingefahren. Den habe ich gerade abgesetzt. Und die Republik ist auch reingefahren. Die sind jetzt da mit drei Schlachtschiffen reingefahren, um zu cappen. Oder waren die Torps doch für mich? Ich glaube, ein Teil von den Torps war für mich. Ja, wenn von uns mal ein bisschen Bewegung drin wäre. Wobei das eigentlich clever gespielt ist. Also die kommen ja nicht an nichts ran, außer an uns. Die nehmen sich quasi da hinten den See jetzt selber aus dem Spiel. Tja. Der echte Felny, halt moin! Naja, du hast jetzt aber die ganze Zeit auch die Shima gebunden dann, ne? Potenzieller Schaden 2,3 Millionen, noch Fragen? Ja, nicht schlecht. Ja, muss man eben auch sehen, ne? Also auch wenn man dann eben sagt, auch eigentlich könnte ich ja doch ein bisschen mehr machen. Du hast verhindert, dass was passiert. Also 2,3 Millionen ist schon wirklich richtig stark. Das spricht dafür, dass sie dich nicht wirklich besonders lieb gehabt haben. Mhm. Also das fährt rückwärts. Ist die Alsace wieder brennt. Oh, guck mal, wo die Azuma. Guck mal deren Azuma an. Mhm. Siehst du das? Mhm.
Was für ein Kämpfer, echt. Der hält von Anfang an die 20 Kilometer Sicherheitsabstand. Ja, aber ich meine, das ist doch jetzt peinlich, oder? Es geht schon los, dass wir beide noch leben. Ja, ja. Da geht denen ihre Peinlichkeit schon los, meiner Meinung nach. Hier, schau dir ihre Moskwa an, das ist auch so ein großer Kämpfer. Der Kurfürst hat vorhin auf mich geschossen, ich kann mich da erinnern. Ja, und ich krieg keinen Schaden zusammen. Ich habe potenziell jetzt 2,4 und habe 34.000 Schaden. Guck mal, ich habe 338.000 Schaden, aber also potenziellen, aber 83. Unser Sieg ist in Sicht. Ich bin bei dir. Naja, jetzt gehe ich hops. Ja. Ja, jetzt gehe ich hops. 2.658.000 potenziellen Schaden bei einer Eigenleistung von 38.000. Also gut, sagen wir mal so, ich habe das Gegnerteam eine Zeit lang beschäftigt. Das ist schon, ja, ne? Also... Das heißt, das zeigt aber auch, wie schlecht die eigentlich geschossen haben, weil ich war ständig offen. Der hat mich ja nur offen gehalten. Und vor allem, der spielt es so clever, man hat ihn noch nicht einmal gesehen. Man hat diesen kleinen Drecksack noch nicht einmal gesehen. Da ist er. Weil die Neptun da jetzt reinfährt. Ja, noch ein schöner Sieg zum Schluss, auch wenn ich nicht viel Damage habe, aber fand ich geil. Ich gehe nochmal auf AP. Ob ich der Azuma da noch einen mit auf den Weg geben kann. 8 Sekunden. Der hat nämlich auch auf mich geschossen. Ich habe gedacht, der dreht rein, um hinter die Insel zu kommen. Schade eigentlich. Schon so ein kleines Mini-Schlachtschiff, dieser Azuma, oder? Ja, mit extrem weichen Seiten. Okay. Aber wenn du AP schießt, kannst du mit AP auch echt den Schlachtschiffen wehtun. Muss oben kann ich mir vorstellen. In die Schaut Aufbauten. So aus. Und wenn du dann in die Aufbauten hältst, dann klingelt's. Sagen wir mal 7000. Mhm. Reload 15? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, muss ich einmal ganz kurz gucken gleich. Oh. Wird doch nicht nochmal eng werden? Zweite Cap verloren? Na, dann muss ich ja doch nochmal auf die Republik hier schießen. Der sich da gerade aufbaut. Dann nehme ich HE jetzt als nächstes. Guck mal, 5000 von vorne drauf. Ja, man sieht's. Also es ist schon mächtig. Oh, das ist die Republik, der zielt. Ich habe gedacht, das ist die Azuma. Das ist jetzt scheiße. Das ist egal, mal gucken. Stecke ich doch ein wie ein Mann. Ja, schön weggetaucht und gut ist. Ich sag nur 2,658 Millionen potenzieller Schaden. Das ist so gut schießen die nicht. Oh, 10.000 und Brand. Mit AI 10.000? Ja. Wow. Okay, das war jetzt der endgültige Sieg. 9,27, B-Captain war auch wieder. Schnell nochmal auf AP laden. 5000 nochmal in die Azuma. Ja, mach mal. Darfst du. Großer Kämpfer, du. Gucken, ob ich da mit einem rüberkomme. Ne, komme ich nicht.
963 und ja. Tickt und tickt und tickt. Aber der Kandidat da. Die gegnerische Moskwa hat sich inzwischen auch den feindlichen Schiffen auf 19 Kilometer genähert. Man beachte es. Tirpitz 91. Das ist eine Schande für den Namen. Also die haben wirklich wegen ihren Feiglingen verloren. Ja. Du siehst ja jetzt. Also ja. Die haben aus 20 Kilometer auf Leute wie mich geschossen, haben mich... Ich bedanke mich mit 2,6 Millionen potenziellem Schaden. Und wir gewinnen das Spiel. Gern. Ja, also dass wir beide mit dieser Gearing, dass er mit der Gearing nicht überstehen würde, war eigentlich klar, als er sich da vor denen eingesmoked hat. Als kein DD mehr da war. So, es war ja aber doch noch ein DD da. Also unterm Strich habe ich jetzt noch 128.000 gemacht. Ja, Schaden machen war für mich zweitrangig. Ich musste überleben. Ja, du musstest überleben, das war alles. Und das war okay. Ja, absolut. Das war okay, da bin ich gerne auch mal Vorletzter. Wir haben gewonnen, es ist jetzt der letzte Fight gewesen. Wie schaut's denn aus? Zählen wir doch mal. Tja, mal gucken. Zählen wir doch mal. Kannst ruhig laut zählen. Brauche ich nicht auch noch zählen. Ich bin ja noch nicht so weit. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4. Ja, das passt doch. Das ist doch easy peasy. Dann 7 zu 4 ist ja wieder irgendwie sowas 72% oder so, ne? Sowas in der Richtung. So, ich sag schon mal tschüss, Captain Chat. Ja, tschüss, Aga Chat. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch mal ein, zwei Gefechte weiterfahre oder jetzt einfach Schluss. Wenn, dann sag, weil dann muss ich dich schnell. Ich bin um 8 wieder da. Ja, nee, so lange werde ich definitiv nicht machen. Und eigentlich reicht das auch, ne? Dann haben wir angefangen. Ich bin auf jeden Fall raus. Ja, ja, meine ich Leute, auch. Ich auch. Wir sind, also du auch. Ja. Ich bin um 8 wieder da, dann gibt es bei mir auch keinen Host. Ich schaue jetzt, nochmal, wen ich hosten kann. Aber auf jeden Fall. Macht es. War ein schöner Nachmittag. Ja, fand ich auch. Ciao, macht's gut. Ciao. So, damit bin ich dann hier raus. Und jetzt sind wir auch hier raus. Ja, ich sage also vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt, mitgemacht habt im Chat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Schau jetzt einfach mal hier, wo wir noch hin hosten können, beziehungsweise reden können. Wisst ihr ja, ich gucke ja immer, wer wenig Zuschauer hat. Und dann noch eine Webcam dabei. Und da geht's denn heute mal zu... Was? Kann man gar nicht aussprechen. Ja, Destiny's Revenge nehmen wir mal. Also, ich wünsche euch da noch viel, viel Spaß. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann in Kürze wieder, im Zweifelsfalle vielleicht am Montag, wenn ihr Lust habt. Also, bis dahin, viel Spaß noch. Tschüss!